So, wir haben es knapp 13 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu einem weiteren Gespräch im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Gespräche zur Netzpolitik. Heute ist es, wie ich glaube, im letzten Sommer war das, eine Gemeinschaftsaktion mit der Europagruppe Grünen im Europäischen Parlament, als auch mit den Netzpolitikern der Bundestagsfraktion. Eine gemeinsame Veranstaltung auch deswegen, weil heute das Thema ACTA ist und die Folgen für das freie Internet. Es ist in unserer Reihe eine sehr politiknahe bzw. ja doch politiknahe Veranstaltung und auch deswegen heute so ein großes Podium. Besonders möchte ich mich bedanken bei Axel Metzger, der es geschafft hat, von Hannover mit dem Zug hierher zu kommen, um uns dann zu ACTA die Einzelheiten vorzutragen. Aber jetzt erstmal Konstantin von Notz, der jetzt die Runde vorstellen wird und einführen wird in das Thema. Bitte schön, Konstantin. Vielen Dank, Michael. Allen sind Sie und ihr alle ganz herzlich begrüßt. Mir kommt hier die Moderationsrolle zu, weil ich gleich wieder entfleuchen muss. Wir haben nämlich dummerweise einen Terminkonflikt, weil wir zur Gesundheitskarte noch ein Fachgespräch haben. Deswegen von mir nur die einleitenden Worte. Wir reden über ACTA und bei ACTA war ja in der Vergangenheit das große Problem, dass es vor allen Dingen intransparent abgelaufen ist, die Verhandlungen zu ACTA. Und aus diesem Grund sehr große Unsicherheiten überhaupt bestehen, was da eigentlich beschlossen wird und was da zur Diskussion steht. Ich habe mich in dieser Woche mit Bloggern getroffen aus Nordafrika und die haben ganz offen gesagt, ja, sie wüssten auf jeden Fall, was ACTA ist und sie haben ihre Staaten, Marokko etc. im Verdacht, dass ACTA nur unterzeichnet wird, nicht um gegen Piraterie vorzugehen, sondern um die Computer von Menschen durchleuchten zu lassen und Trojaner zu installieren und so. Mag es sein, wie es ist, das werden wir gleich von den Fachleuten hier im Detail hören. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall Ausdruck eben der Intransparenz auch des Verfahrens, dass sehr viele Fragen im Raum stehen, sehr viele Unsicherheiten da sind, weil das ganze Verfahren eben schon sehr problematisch war. Und insofern ist es für uns ganz wichtig, dass wir auf europäischer und auf Bundesebene ganz eng zusammenarbeiten, parlamentarisch mit Ska Keller und JPA, um hier eben ein bisschen Transparenz reinzubekommen. Und jetzt, wo festgestellt worden ist, dass es sich um ein gemischtes Verfahren handelt, dass es eben tatsächlich auch ratifiziert werden muss im Deutschen Bundestag. Und so kommt es zu unserem ACTA-Lunch heute. Ich darf die einzelnen Teilnehmer begrüßen auf dem Podium. Ich fange mal zu meiner Rechten an, zu eurer Linken, Ska Keller, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Mitglied im Entwicklungsausschuss, im gemischten parlamentarischen Ausschuss EU-Türkei und in vielen anderen Gremien seit dieser Legislatur im EP. Genauso wie ihr Kollege Jan-Philipp Albrecht, der dort vor allen Dingen, also erstmal der jüngste deutsche Abgeordnete im EP, und dort vor allen Dingen für Bürgerrechte und Netzpolitik unterwegs. Zu meiner Linken Géraldine de Bastion von der Digitalen Gesellschaft, Mitbegründerin der Digitalen Gesellschaft und vertritt dort die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Netz. Ja? Greenpeace der Netzpolitik. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. David Hachfeld von Oxfam, dort Referent für Handelspolitik, und Oxfam ist die große unabhängige deutsche Hilfs- und Entwicklungsorganisation, die sich seit 1995 für eine gerechte Welt ohne Armut einsetzt und da vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit macht, um Druck auf Parlamente auszuüben, um für eine gerechtere, vor allen Dingen Wirtschaftspolitik zu streiten. Und zu guter Letzt freuen wir uns ganz besonders, dass wir Herrn Professor Axel Metzger von der Universität Hannover hier begrüßen können. Ich darf das so sagen, der Fachmann für ACTA und insofern wirklich der Richtige, uns hier einen Input zu geben, auf den wir uns sehr freuen.
Ich freue mich auf die Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank. Bitte. Dankeschön. Ja. Ja, herzliche Begrüßung auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und dass wir in einem zwar kleinen, aber sehr hochkarätigen Rahmen über das Thema ACTA diskutieren können. Es ist schon eine gewisse Weile in der Öffentlichkeit. Allerdings ist es so, dass die wirklichen Entscheidungen in Europa noch vor uns liegen. Insofern denke ich, ist es noch der richtige Zeitpunkt, um sich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Meine Hoffnung ist, dass die Veranstaltung heute und vielleicht auch weitere Veranstaltungen jetzt in der Herbst- und Wintersaison noch etwas mehr Aufmerksamkeit für das Thema erzeugen können. Ja, ich möchte drei Punkte in der Keynote ansprechen. Ich will gleich sagen, ich will nicht auf einzelne Bestimmungen des Vertrags eingehen oder des Abkommens, wie es jetzt verhandelt worden ist. Das können wir aber gerne in der Diskussion tun. Wir haben es hier drin. Erster Punkt, die internationale Dimension der ACTA-Verhandlung, dann etwas zur europäischen Debatte und dann letztlich, vielleicht der interessanteste Punkt, lässt sich ACTA noch verhindern? Da müssen wir alle, glaube ich, zusammen ein bisschen nachdenken. Zunächst mal zur internationalen Diskussion. Staatsverträge im Bereich des geistigen Eigentums, ACTA ist hier keineswegs der erste, sondern es gibt eine lange Tradition der Kooperation von Staaten im geistigen Eigentum, die zurück bis ins 19. Jahrhundert geht. Und das ist durchaus historisch interessant, denn in anderen Gebieten des Handelsrechts hat man erst viel später angefangen zusammenzuarbeiten. Also beispielsweise Bankrecht erst 1930 nach dem ersten großen Börsencrash oder Schifffahrtsrecht erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Und im geistigen Eigentum schon 1883 der erste große Vertrag. Und der Grund für diese frühe Entwicklung in dem Bereich liegt darin, dass man frühzeitig schon sozusagen seitens der Rechteinhaber die Staaten überzeugen konnte, dass man Kooperation braucht, um auch international seine Rechte durchsetzen zu können. Also sie waren viel schneller als andere Industrien. Über lange Zeit war diese Kooperation im Rahmen der internationalen Verträge, die Berner Übereinkunft ist da der berühmteste, allerdings beschränkt auf Industriestaaten. Das war ein Club der Industriestaaten und man hat immer wieder die Verträge revidiert, wie man das nannte. Und Fortschritt in dem Bereich wurde gleichgesetzt mit mehr Rechtsschutz. Stärkere Rechte, bessere Durchsetzung zugunsten der Rechtsinhaber. Und so hat sich die Entwicklung über viele Jahrzehnte hingezogen. Die WIPO ist irgendwann gegründet worden, die ist sozusagen die Verwaltungsorganisation hinter den meisten internationalen Verträgen, den großen, aber es blieben doch die Entwicklungsländer vielfach außen vor. Deswegen auch, weil Entwicklungsländer genuin vielleicht ein geringeres Interesse daran haben, Regeln zum geistigen Eigentum einzuführen, wenn sie beispielsweise Schwierigkeiten haben, ihre Bevölkerung mit pharmazeutischen Produkten zu versorgen, dann haben sie natürlich kein großes Interesse daran, starken Patentschutz in dem Bereich einzuführen. Und so war es über lange Jahre so, die Industriestaaten waren bei der WIPO, haben neue Verträge gemacht, haben den Rechtsschutz verstärkt und die Entwicklungs- und Schwellenländer sind erst zögerlich einer nach dem anderen beigetreten, aber nicht als Masse. Und dann 1994, Abschluss des TRIPS-Vertrags, das ist einer der drei Verträge im WTO-Rahmen. Sie wissen, WTO ist GATS und TRIPS. Und nun im Rahmen von der WTO war es so, dass mehr Verhandlungspunkte auf dem Tisch lagen. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer haben ein Interesse daran, Freihandel zu betreiben. Freihandel in Anführungszeichen. Und eine sozusagen Öffnung der Märkte der nördlichen Staaten für ihre Produkte hinzubekommen. Und da war der Deal eben der, ihr dürft rein ins WTO-System, ihr könnt Handel betreiben im gewissen Rahmen unter den Voraussetzungen. Dafür müsst ihr aber die bittere Pille geistiges Eigentum schlucken und das ist das TRIPS-Abkommen. Mit diesem Verhandlungsmuster ist es gelungen, sehr viele Staaten in das System des internationalen geistigen Eigentums reinzubringen. TRIPS, wie die WTO, hat heute über 150 Mitgliedstaaten. Die meisten großen, auch Entwicklungs- und Schwellenländer, sind alle drin. Und der Ansatz von TRIPS ist nun, erstens, ihr müsst die alten WIPO-Verträge akzeptieren, die Standards, also auch die Berner Übereinkunft. Und zweitens, auf den Schutzstandard der alten Verträge kommt obendrauf was Neues und das ist Rechtsdurchsetzung, Sanktionen, Schadensersatz, Unterlassung, Strafrecht, Grenzbeschlagnahme und so weiter. Das war in den alten Verträgen nicht drin. Das ist sozusagen der Stand gewesen 1994. Wie ich Ihnen gesagt habe, mittlerweile 150 Staaten drin, sowohl bei der WTO, die sind dann auch alle in die WIPO eingetreten, weil sie ja die WIPO-Verträge sowieso
akzeptieren mussten. Ist natürlich schöner, wenn man schon drin ist, wenn man dann auch mitentscheiden darf. Das heißt, die sitzen heute alle in den internationalen Organisationen. Was das Ergebnis? Stillstand auf der internationalen Ebene. Auf der einen Seite sitzen die Industriestaaten, die gerne eine Verstärkung des Schutzes wollen. Auf der anderen Seite sitzen die Entwicklungs- und Schwellenländer, die sagen, wir willigen nicht ein in eine Veränderung der Verträge, die wieder nur einseitig die Interessen der Industriestaaten befeuert. Wenn ihr mehr Schutz haben wollt, müsst ihr mit uns reden über Zugang zu pharmazeutischen Produkten, Zugang zu Medieninhalten und so weiter. Das ist eine Pattsituation und die ist seit Mitte der 90er Jahre vorhanden. Sprich, die Doha-Runde bei der WTO ist so schleppend, wie Sie es alle wissen. Es passiert eigentlich nichts. Und auch im Rahmen der WIPO ist es so, dass seit Mitte der 90er Jahre keine Verträge mehr verhandelt wurden. Das ist sozusagen der Hintergrund, also ein Stillstand. Vor dem Hintergrund jetzt, hört sich erstmal unschuldig an, seit 2007 gibt es Verhandlungen zum Thema ACTA. Das wissen Sie, deswegen sind wir heute zusammen. Und die Ausgangsbotschaft war, ja, die Staaten im Rahmen der WTO und WIPO, die einen erhöhten Rechtsschutz haben wollen, und das sind überwiegend die Industriestaaten, EU, USA, Japan, Korea, Kanada, Australien, Neuseeland, Singapur, aber auch Marokko interessanterweise. Vielleicht weiß da einer von Ihnen noch mehr, warum sich Marokko hat breitschlagen lassen, damit zu machen, und Mexiko, also zwei Schwellenländer, sage ich mal, Entwicklungsschwellenländer als Feigenblatt. Die Staaten, die mehr Schutz haben wollen, können doch einfach außerhalb von WTO und WIPO einen neuen kleinen Vertrag verhandeln, mit dem die, die eben einen Schritt weitergehen wollen, Koalition der Willigen, sich eben einen höheren Schutz überlegen. So war das Ausgangskonzept. Dann hat man angefangen zu verhandeln unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Herr Notz hat es gesagt. Es gab dann zum Glück Leaks der Entwürfe, die rausgekommen sind. Es gab zum Glück viel Lärm im Europäischen Parlament vor allen Dingen, die Druck auf die Kommission ausgeübt haben, zu sagen, also ihr müsst Entwürfe offenlegen. Wir brauchen eine Teilhabe an der Diskussion. Das im parlamentarischen Raum und NGOs natürlich auch. Und dann hat man 2010 einen ersten Entwurf veröffentlicht und Ende 2010 waren die Verhandlungen aber auch schon vorbei. Ohne Beteiligung eigentlich im weiteren Sinne Zivilgesellschaft, Parlamente, man hat das sozusagen schlicht so gemacht, das wissen Sie. Das ist sozusagen einer der Punkte, über die wir heute diskutieren. Nun, was ist die Stoßrichtung von ACTA? Und dann bin ich mit dem internationalen Teil auch schon zu Ende. Also ursprünglich hat man gesagt, die Staaten, die mehr Schutz haben wollen, finden sich zusammen. Nach Abschluss der Verhandlung lernen wir, einheitliche Aussage der US-Vertreter als auch der Europäischen Kommission, Achtung, ACTA geht über das, was wir heute schon in unserem nationalen Recht haben oder im europäischen Recht haben, überhaupt nicht hinaus. Das ist interessant. Also man hat erst gesagt, wir wollen mehr, die mehr wollen, finden sich zusammen. Jetzt hat man es fertig verhandelt und jetzt sagt man, es ist da eigentlich gar nicht mehr drin als das, was wir sowieso schon haben. Warum sagt man das? Natürlich, um den politischen Preis in den internen Debatten möglichst niedrig zu halten. Aber es ist doch eine interessante Kehrtwende, wenn man sich vorstellt, wie man mal gestartet hat. Das, was da wirklich implementiert werden soll am Ende, ist das Folgende, so jedenfalls meine Lesart, aber da bin ich auch interessant, was die anderen dazu sagen. Meine Lesart ist, man hat sich zusammengefunden, um so eine Art neuen Golden Standard für den Rechtsschutz im internationalen Bereich beim geistigen Eigentum zu definieren. Und die Strategie ist jetzt nach und nach in bilateralen Verhandlungen mit den Entwicklungsländern Freihandelsabkommen zu schließen und zu sagen, wenn ihr mehr Freihandel mit uns wollt, der über WTO hinausgeht, müsst ihr auch den Gold Standard im geistigen Eigentum in die bilateralen Verträge reinnehmen und das ist dann eben ACTA. Warum macht man das? Im Rahmen der WIPO und WTO kann man sich eben nicht mehr so einfach durchsetzen. Die 100 Entwicklungs- und Schwellenländer solidarisieren sich, vor allen Dingen unter der Führung von Brasilien und Indien. Aber wenn sie eben bilateral verhandeln, die USA mit meinetwegen Korea, die sind nun beteiligt, deswegen ein schlechtes Beispiel, oder einem anderen Staat, dann ist es so, dass sie auch höhere Standards unter Umständen durchsetzen können. Man will also einen Stein nach dem anderen, glaube ich, jetzt aus der Mauer rausbrechen. So viel mal zu dem internationalen Teil. Das ist sicherlich was, was uns auch in der Diskussion beschäftigen wird. Jetzt zweitens die europäische Debatte über das Für und Wider. Wie gesagt, die Kommission betont, ACTA geht nicht über das hinaus, was wir bereits haben. Und das hat natürlich, das ist ein juristisches Argument, das hat Juristen provoziert in Europa, sich damit auseinanderzusetzen, ob dann jetzt ACTA wirklich bei dem bleibt, was wir schon haben. Und im Februar diesen Jahres ist eine
Opinion of European Academics on ACTA veröffentlicht worden, die wir in Hannover koordiniert haben, die 20 Juraprofessoren am Ende erst unterzeichnet haben und die Punkt für Punkt ab da durchgeht und sagt, an welchen Stellen man über den Bestand schon hinausgeht. Das ist sozusagen was gewesen, was die Wissenschaft machen konnte. Das, was rausgekommen ist, am eklatantesten sieht es aus im Strafrecht, denn strafrechtlich haben wir überhaupt keinen europäischen Acquis communautaire im Bereich des geistigen Eigentums, weswegen mittlerweile auch alle eingesehen haben, es ist ein Abkommen, wo wir Zustimmung der europäischen Seite brauchen, aber eben auch der nationalen Seite, denn für diesen nicht-europäischen Teil wird man am Ende auch um die nationale Ratifikation nicht hinauskommen. Deswegen ist auch das deutsche Parlament zum Glück beteiligt in der Diskussion. Und dann sieht man an vielen Einzelfragen in ACTA, dass man sozusagen über WTO, aber auch über das, was wir in Europa haben, hinausgeht. Das betrifft den Schadensersatz, das betrifft die Grenzbeschlagnahme. Wann kann der Zoll Gegenstände beschlagnahmen, wegen Verdachts von Verletzung geistiger Eigentumsrechte. Das betrifft ganz eklatant einstweilige Maßnahmen, also sozusagen Eilrechtsschutz für geistige Eigentumsinhaber. Das betrifft also eine Reihe von Themen, die wir in der Opinion aufgelistet haben. Und dass die Kommission das für gefährlich hält, sieht man daran, dass sie eine Stellungnahme veröffentlicht hat, Comments, wo sie eins zu eins unsere Opinion durchgeht und natürlich überall das Gegenteil behauptet. Also sie haben das sehr ernst genommen. Das passiert normalerweise nicht, dass es sozusagen so explizit geantwortet wird. Nun, dieses Argument, geht es über den Acquis hinaus oder nicht, ist natürlich letztlich rein etwas, was strategisch, politisch, glaube ich, interessant ist. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Kommission. Deswegen hat sie auch so verletzt reagiert. Aber man kann natürlich sagen, gut, also wenn die Regeln sinnvoll wären, kann man ja auch über das hinausgehen, was wir in Europa schon haben. Deswegen ist eigentlich die viel spannendere Frage, wie sind denn die Regeln inhaltlich? Da muss man nun sagen, niemand, jedenfalls, das nehme ich jetzt für die Juraprofessoren, die das unterzeichnet haben, mal so in Anspruch, niemand spricht den Rechtsinhabern ab, dass die ein legitimes Interesse daran haben, gegen Piraterie im gewerblichen Maße vorzugehen. Wenn es beispielsweise so ist, dass im Hamburger Hafen ein Container voll 1:1 identisch kopierte Stiel-Motorsägen ankommt, wo die Marke drauf ist und alles ist 1:1 kopiert, aber es kommt eben von irgendwo, dann werden wahrscheinlich die meisten im Raum sagen, das ist kein Thema, wo wir dem deutschen Maschinenbau den Rechtsschutz abschneiden wollen. Das ist legitim, was die wollen. Das Problem ist nur, wenn man mehr Rechtsschutz haben will und strengere Sanktionen haben will, muss man auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass die Rechte der Beklagten, die auf der anderen Seite stehen, eben auch entsprechend abgesichert werden. Es muss eine Balance da sein zwischen auf der einen Seite Rechtsschutz und auf der anderen Seite Verteidigungsmitteln. Und das ist der Kritikpunkt, glaube ich, den man inhaltlich vor allen Dingen gegen ACTA bringen sollte. Die Regeln sind schlicht unausgewogen. Ein Beispiel: einstweiliger Rechtsschutz. Nehmen Sie das, was ich gerade gesagt habe mit dem Container mit den Stielsägen. Wenn Sie da effektiv vorgehen wollen, dann müssen Sie unter Umständen auch den Container aus dem Verkehr ziehen können, bevor die Personen, die für den Container verantwortlich sind, davon Kenntnis bekommen. Das ist natürlich besonders hart. Also Sie nehmen Sachen in Beschlag, bevor die andere Seite überhaupt irgendwie darüber informiert worden ist. Das nennt man ex parte meschers. Ohne Anhörung der anderen Seite. Sehr hartes Mittel. Im Ausnahmefall, glaube ich, erforderlich. Nur setzt das voraus, und da werden wir uns alle einig sein, dass der Mensch, dem der Container gehört, sofort in Kenntnis gesetzt wird, dass beschlagnahmt worden ist, sofort die Gelegenheit hat, ein Gericht anzurufen, sofort die Gelegenheit hat, Rechtsschutz zu bekommen. Wo sind wir denn? Wir brauchen rechtsstaatliche Absicherung für die Seite, die eben betroffen ist von den Maßnahmen. Davon finden Sie in ACTA nichts. ACTA sagt, du kannst vorgehen, ohne Anhörung des anderen, ohne Information. Und welche Rechte er dann hat, dazu steht kein Wort in ACTA. Und das ist die Unausgewogenheit, die vor allen Dingen die Juristen beklagen, aber nicht nur die Juristen, sondern die Grünen im Europäischen Parlament haben dankenswerterweise einen Studienauftrag gegeben, wo im Einzelnen untersucht wurde, Menschenrechtsfragen, die mit ACTA zusammenhängen. Das, was ich gerade sage, ist nicht nur eine Frage des geistigen Eigentums oder der Ausbalanciertheit, da geht es um Grundrechte. Man hat natürlich einen Anspruch auf ein faires staatliches Verfahren. Und das ist nur eines der Grundrechte, die verletzt werden. Aber es ist da, glaube ich, ein besonders eklatanter Schluss. Insofern, die Studie, die von den Grünen in Auftrag gegeben worden ist, kommt zum Schluss. Es sind verschiedene Grundrechte, die angegriffen werden. Meinungsfreiheit zum einen,
Datenschutz zum zweiten, fairer Prozess zum dritten. Und darüber können wir, denke ich, auch diskutieren, gerade auch wenn wir nochmal in einzelne Regeln reingehen. Es gibt noch eine weitere Studie, die vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben worden ist, die auch zum Schluss kommt, es sollte so jedenfalls nicht ratifizieren. Zusammenfassend, es ist ein ACTA ist einseitig auf die Interessen der Rechtsinhaber ausgerichtet. Die konkreten Regeln sind unausgewogen, werfen Menschenrechtsfragen auf. Und schließlich ist das Verkaufsargument der Kommission zweifelhaft, wonach ACTA nicht über den europäischen Besitzstand hinausgeht. Das ist an vielen Stellen schlicht nicht den Tatsachen entsprechend. Und dementsprechend wird die Kommission in dieser Diskussion, glaube ich, auch noch federn lassen. Und dann schließlich ein Punkt, der mich auch besonders betrübt daran. ACTA unterläuft die internationalen Verhandlungen. Wir haben die WIPO, wir haben die WTO, wo Nord- und Südstaaten über geistiges Eigentum normalerweise verhandeln sollten. Und das, was ACTA macht, ist sozusagen diesen Diskurs aufzubrechen und daneben eben eine andere Machtstrategie, wenn Sie so wollen, zu verfolgen. Ja, jetzt dritter Punkt. Lässt sich ACTA noch verhindern? Wenn ja, dann wie? Also der Vertrag ist ja noch nicht in Kraft getreten. Es gab zwar jetzt eine medial aufbereitete Unterzeichnung durch einige der Verhandlungsstaaten, aber in Kraft tritt er erst, wenn 6 Verhandlungspartner bis zum 1. Mai 2013 ratifiziert haben, also nicht nur unterzeichnet, sondern ratifiziert. Und das hört sich erstmal wenig an. Ich halte das für sehr ambitioniert, denn es haben ja nur 11 Partner eigentlich verhandelt am Ende. Und 6 davon müssen das ganze interne Verfahren durchgeführt und ratifiziert haben bis zum 1. Mai 2013. Das kann also durchaus scheitern. Stellen Sie sich vor, werden uns die Vertreter des Europäischen Parlaments auch näher erläutern, wie da so der Verfahrenstand ist. Das dauert seine Zeit und das zu Recht, weil man eben jetzt erst die ganze Diskussion nachholt, die man vorher versucht hat zu umgehen. Wenn die Frist nicht eingehalten wird, kann man so eine Frist natürlich verlängern. Das muss man auch sehen. Also wir sollten nicht am 30. April 2013 den Sekt kalt legen. Man kann so eine Frist verlängern. Aber es ist zunächst mal, glaube ich, wäre das ein nächster starker Schlag für die ACTA-Verhandlungspartner, wenn sie ihre Frist nicht halten können. Und ich vermute, dass die Frist schwer zu halten ist. Es hängt deswegen natürlich auch wegen der kleinen Zahl ganz maßgeblich davon ab, was die europäischen Verhandlungspartner machen und vor allen Dingen, was die Parlamente machen. Europäisches Parlament nenne ich hier zuerst, aber die nationalen Gesetzgeber sind auch einbezogen, wie wir gehört haben. Und ich bin sehr gespannt, gleich auch den aktuellen Verfahrensstand zu hören, wo wir jeweils stehen. So ein bisschen, was habe ich gerade schon bei der Kürbissuppe hören können. Letztlich, und das ist fast auch schon mein letzter Punkt, wird entscheidend sein, wenn man ACTA noch zu Fall bringen wird, dass man Koalitionspartner außerhalb des Kreises sucht, in dem wir uns auch heute befinden. Grüne und Piraten und NGOs alleine werden ACTA nicht zu Fall bringen. Das heißt, wir sind alle aufgefordert, glaube ich, Argumente zu finden, die anschlussfähig sind für Kräfte aus den anderen politischen Lagern. Ich will nur erinnern, 2005 ist die Richtlinie über die computerimplementierten Erfindungen, vulgo Softwarepatente-Richtlinie, ja im Europäischen Parlament gescheitert. Damals war es so, dass das Hauptargument war, diese Richtlinie schadet den KMUs, kleine mittelständische Unternehmen. Und ich glaube, wir müssen viel Hirnschmalz darauf verwenden in den nächsten Monaten, wie wir den Vertretern der konservativen Parteien und der Sozialisten im Europäischen Parlament klar machen, es geht hier nicht nur um Netzaktivisten oder um Zugang von Entwicklungsländern zu Pharmazeutika, sondern es geht eben auch darum, dass kleine und mittelständische Unternehmen Nachteile erleiden, wenn ACTA in Kraft gesetzt wird. Ohne die Koalitionspartner in den anderen Fraktionen wird es nicht gelingen, den Vertrag zu Fall zu bringen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das habe ich gerade schon ausgeplaudert, aber das sage ich jetzt mal. Beispielsweise sind alle Unternehmen in Deutschland am Ende Lizenznehmer, wenn es um Software geht. Nehmen Sie beispielsweise die Desktops, die ganz normal mit Microsoft-Software in allen deutschen Unternehmen laufen. Wenn ACTA so umgesetzt würde, wie es umgesetzt wird, wird es leichter sein, wenn der Fall eintritt, dass in Ihrem Unternehmen mal etwas nicht so richtig gut gelaufen ist beim Lizenzmanagement. Das sind 120 Arbeitsplätze mit Microsoft, obwohl man nur 100 Lizenzen gekauft hat. Der Schadensersatz, den Unternehmen dann verlangen können, könnte sich erhöhen durch die Umsetzung von ACTA, weil ACTA Berechnungskriterien nennt, die über das hinausgehen, was wir bisher in Europa machen. Ich glaube, das ist eine Angst, die haben kleine und mittelständische Unternehmen. Oje, ist es so, dass sozusagen die Softwarelizenzpolizei mit stärkeren Waffen auf uns zukommen wird in Zukunft. Und wir müssen sehen, dass wir Argumente sozusagen auch generieren, die an der Stelle anknüpfungsfähig sind. Ansonsten glaube ich,
wird es sehr schwer werden. Insofern bin ich auch gespannt jetzt in der folgenden Diskussion, was Sie mir auch berichten können, wo Sie Anknüpfungspunkte sehen oder ob es die vielleicht auch schon gibt, eben in die anderen Lager hinein. Insofern, es ist sicherlich klar, eine Diskussion, eine Debatte, die sich lohnt, jetzt auch aktiv zu betreiben, weil die Chance, dass das am Ende scheitert, ist, denke ich, da. Also so ganz irreal ist es nicht, aber es ist noch eine Menge Arbeit zu machen, wenn man am Ende wirklich bei dem Ziel ankommen möchte. So viel habe ich mitgebracht. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Metzger. Dann mache ich jetzt mal weiter mit der Moderation unseres kleinen Podiums. Mein Name ist Gerd Keller, wie Herr Konstantin erwähnt hat. Ich arbeite vor allem zur Entwicklungspolitik im Europäischen Parlament und da gibt es auch bei ACTA einige Anknüpfungspunkte, wie schon erwähnt. Ich möchte die beiden Referentinnen jetzt, Geraldine und David, auch erstmal fragen, wo ihr von eurem Blickwinkel aus Probleme bei ACTA seht, bevor wir dann in die Frage kommen, was wird schon gemacht, was kann man noch machen, wo gibt es Anknüpfungspunkte. Und Geraldine, wenn Digitale Gesellschaft e.V. der Greenpeace der Netzpolitik ist, wo sind denn da die Robbenschlechter jetzt bei ACTA? Ja, erstmal nochmal auch vielen Dank für die super Zusammenfassung und auch das Ansprechen schon auch aus meiner Sicht der meisten relevanten Punkte. Ich kann jetzt auch nur nochmal einiges wiederholen und vielleicht vier Bestandteile des Abkommens ansprechen, die aus unserer Sicht einfach inakzeptabel sind. Als erstes würde ich auch sagen, dass auch aus meiner ganz persönlichen Sicht der ganze Prozess einfach eine fast skandalöse Unterwanderung von politischen Prozessen auf multilateraler Ebene darstellt. Aus meiner Sicht ist es einfach keine zeitgemäße Art und Weise, wie man multilateral Politik betreiben sollte. Einerseits die komplette Intransparenz des ganzen Verfahrens, der fehlende Zugang zu Verhandlungsdokumenten bis heute, der Mangel an Involvierung der Zivilgesellschaft und Parlamente und natürlich auch das die Ausüben von Druck über die Köpfe betroffener Staaten hinweg. Also es handelt sich hier aus meiner Sicht wirklich um das Durchbringen von Interessen von Großkonzernen und Industriestaaten. Und um es zugespitzt zu sagen, sind es genau solche Vorgehen, die jegliche Bestreben auf entwicklungspolitischer Seite einfach zunichte machen. Der zweite Punkt wäre aus unserer Sicht, dass so wie sich das Ganze jetzt liest, einfach wirklich fatale Folgen für Bürgerrechte zu erwarten sind. Es gibt ja sehr viele sehr schwammige Formulierungen bislang, wo man nicht ganz abschätzen kann, wie stark da Bürgerrechte zugunsten von IP-Rechtsdurchsetzung beschnitten werden sollen. Aber dass durch die paar Sachen, die vielleicht auch geleakt wurden oder die man vermuten kann, wirklich auch das Schlimmste zu erwarten ist. Also sprich einfach eine stärkere Überwachung durch die Service-Provider und da vor allem auch Schwierigkeiten bestehen in Ländern, wo einfach keine klare Rechtslage besteht und keine klare Absicherung von Bürgerrechten im Bereich Meinungsfreiheit und Datenschutz zum Beispiel existiert. Der dritte Punkt wäre, dass es unserer Sicht nach einfach auch eine Unverhältnismäßigkeit, was die Strafbestimmungen anbelangt, existiert. Also einmal, dass da einfach Tor und Tür geöffnet wird für Regelungen wie Three Strikes, dass private Unternehmen wie die Provider zu so einer Art Hilfsservice-Funktion verpflichtet werden und natürlich auch die ganze Einbindung des Zolls, also jetzt nicht nur auf europäischer Ebene, aber auch wieder auf entwicklungspolitischer Ebene unglaublich problematisch sich darstellt. Und der vierte Punkt wäre, dass es unserer Ansicht nach einfach auch, und vielleicht ist hier auch ein Ansatz, wie man vielleicht noch andere Kräfte auch überzeugen kann, dass das Ganze keine ganz gute Idee ist, eine innovationsbehindernde Geschichte ist. Also, dass viele Innovationen im Netz und gerade auch Open-Source-Bereich ja in einem gewissen Grauraum sich auch in den letzten Jahren abgespielt haben und dass da einfach auch dieser Raum zunehmend genommen wird und eben auch wieder durch die Providerhaftung ein gewisser Raum für Kreativität einfach genommen wird. Vielleicht kann man hier auch nochmal ansetzen, um, Sie hatten es ja eben angesprochen, weitere politische Kräfte mit davon zu überzeugen, aber eben auch vielleicht Wirtschaftsvertreter und wirtschaftliche Kräfte von der Nicht-Unterstützbarkeit des Abkommens zu überzeugen. Vielen Dank. Und wenn wir jetzt gucken, was das für uns jetzt persönlich so heißt, dass der Weg Three Strikes Out, wie siehst du das, wird durch das Abkommen ermöglicht oder sogar quasi herausgefordert? Und wie ist das jetzt, also wenn ich jetzt persönlich, weiß ich nicht, mit meinem Computer
irgendwo hinfliege und habe mir vorher noch für die Flugzeit irgendwie ein paar Filme besorgt. Was kommt da jetzt auf mich zu? Ja, also wie gesagt, da ist einfach noch ganz viel schwammig, aber die Befürchtung ist natürlich, dass dann jemand das Recht hat, meine Festplatte zu durchsuchen und zu sagen, oh, ich kann jetzt aber nicht ganz genau sagen, dass du diesen Film dort und dort gekauft hast und wo ist denn eigentlich dein Beleg dafür und besitzt du den jetzt rechtmäßig oder nicht und ich beschlagnahme hier oder vielleicht auch noch Schlimmeres an eben an Strafmaßen, die dann einem ja womöglicherweise erwarten. Also da ist ja auch eine unheimliche Unsicherheit für jeden Einzelnen, den das auf einer individuellen, also es kann ja dann wirklich praktisch jeden Einzelnen von uns betreffen. Und ich glaube, da ist, wie gesagt, zu Recht auch eine gewisse Unsicherheit und Angst, ja, dass es einfach auf einem total unverhältnismäßigen Level abläuft. Okay, vielen Dank. Dann David, wir haben schon gehört, aus entwicklungspolitischer Perspektive ist das auch nicht ganz sauber. Was sind aus der Perspektive von Oxfam oder aus der von Entwicklungsländern so die großen Knackpunkte bei ACTA? Also der große Hauptknackpunkt ist bereits genannt worden. Das ist die Frage, dass da einfach ein Abkommen ausgehandelt wird, praktisch in einer kleinen Gruppe von Staaten, die einen Standard setzen, diese Verhandlungen, die aber nicht auf diese kleine Gruppe von Staaten beschränkt bleibt, sondern der weit darüber hinausgeht. Das ist einfach im tiefsten Maße undemokratisch. Es läuft allem zuwider, was internationale Kooperation beinhaltet. Und es ist auch ein ganz bewusster Angriff zögerliche, aber wichtige Diskussion innerhalb der WIPO für eben einen stärkeren Ausgleich zwischen berechtigten Schutzinteressen von geistigen Eigentumsrechtshaltern und eben anderen Rechten, Recht auf Zugang zu Informationen, zu Medikamenten, zu allem möglichen. Von daher ist das aus unserer Sicht der größte Knackpunkt. Und neben dem haben wir eine Reihe von spezifischen Aspekten, die ganz besonders den Aspekt Zugang zu Medikamenten betrifft. Und da möchte ich einfach so ein paar Beispiele, um das mal plastisch zu machen, wie auch das derzeitige ACTA nach wie vor den Handel mit legitimen Generika behindert. Hersteller, Zulieferer, Dienstleister von Generika massiv unter Druck setzt, sie einschüchtert. Das funktioniert nicht. Hört man mich besser? Ja. Also erstens den Handel mit Generika behindert, zweitens Hersteller, Zulieferer, Dienstleister schwächt, sie eigentlich unter einer Art Generalverdacht stellt und insgesamt damit die Verbreitung von Generika schwächt, dadurch den Zugang zu bezahlbaren Medikamenten für Menschen sowohl hier als auch in armen Ländern einschränkt und dann vor allem in armen Ländern letztendlich auch den Tod von Menschen in Kauf nimmt. Also das ist so das, was unsere Hauptkritik in diesem Feld zu ACTA ist. Und da bringe ich jetzt zwei, drei Beispiele, um zu beleuchten, wie funktioniert es im Einzelnen. Zum Ersten, das ist der Begriff, was ist damit gemeint? Im Englischen heißt es ja Counterfeit, Anti-Counterfeit. Es gibt keinen ganz präzisen deutschen Begriff, wie das zu übersetzen ist. Im engsten Sinne würde man, oder aus meiner Sicht am präzisesten, würde man Counterfeit mit bewusster Fälschung, bewusster Produktfälschung übersetzen. Nun ist es aber so, dass dieses Abkommen sich gar nicht nur auf gezielte, bewusste Produktfälschung bezieht, sondern Markenrechtsverletzungen mit einschließt, Patentrechtsverletzungen mit einschließt und eben auch Verletzungen mit einschließt, die zum Beispiel gar nicht bewusst oder gar nicht in krimineller Absicht oder gar nicht mit Gewinnerzielungsabsicht die also in diesem Bereich geschehen sind. Das heißt, wir haben eine sehr weit ausgedehnte Definition von Fälschung, die eben weit über das hinausgeht, was im engeren Sinne Fälschung bedeutet. Und eines der Hauptargumente der ACTA-Befürworter ist ja im Medikamentenbereich, dass ACTA dazu beitragen würde, Medikamente sicherer zu machen, weil es endlich die ganzen gefälschten Viagras und was weiß ich vom Markt fegt. Und das sei nun eine wichtige Errungenschaft. Und dann sagen wir, ja gut, wenn es tatsächlich gegen sowas geht, schön und gut, aber im Großen und Ganzen ist es ein Angriff auf alles, was auch nur annähernd in der Ähnlichkeit im Markenrechtbereich zum Beispiel herstellen kann zu existierenden patentgeschützten, markenrechtsgeschützten Medikamenten und stellt praktisch alles unter einen Generalverdacht. Zweiter Punkt, die Rechtsdurchsetzungsmechanismen sind so weitgehend, dass
durch ACTA auf Antrag eines Unternehmens, und das muss kein spezifischer Antrag auf eine bestimmte Lieferung sein, sondern es kann ein allgemeiner Antrag sein, Zollbehörden agieren müssen und vorläufige Beschlagnahmung oder Aufhalten von Lieferungen vornehmen müssen, wenn auch nur der Verdacht besteht, dass es in diesem Bereich eine Markenrechtsverletzung gibt oder die Verletzung eines anderen Eigentumsrechts. Da gab es eine leichte Abschwächung, dass Patente da ein bisschen davon ausgenommen sind. Das ist eines der wenigen positiven Zeichen der Diskussion der letzten Jahre, dass das abgeschwächt wurde. Aber es bleibt bestehen, dass Markenrechte mit dabei sind. Und wenn man sich anschaut, was in der EU in letzter Zeit beschlagnahmt wurde an Lieferungen von Generika, die hergestellt wurden, zum Beispiel in Indien oder meistens in Indien, geliefert wurden in andere Entwicklungsländer, aber über deutsche Häfen, deutsche Flughäfen, wie auch immer geliefert wurden, dann ging es da gar nicht unbedingt immer um Patente. Dann ging es genauso um Markenrechte und Ähnliches. Und zwar auf ganz absurde Vorwürfe teilweise, wo einfach, weil ein generischer Hersteller einen ähnlichen Namen benutzt, vollkommen legitim wie ein Rechteinhaber, weil es nämlich standardisierte internationale Namen für Medikamente gibt, für bestimmte Wirkstoffe gibt, sind diese Medikamente gestoppt worden und das kann ACTA weiter befördern. Dritter und letzter allgemeiner Kritikpunkt, das ist die Haftung gegenüber Dritten. ACTA beinhaltet die Verpflichtung für die Vertragsparteien, dafür zu sorgen, dass auch all jene, die möglicherweise zugearbeitet haben einem angeblichen Rechteverstoß, also zum Beispiel in der Generika-Industrie ein Zulieferer einer bestimmten Komponente, um die es bei dem Rechtsstreit vielleicht gar nicht geht, oder ein Dienstleister, der zum Beispiel nur mit der Verpackung und dem Versand von bestimmten Produkten zuständig ist, dass die in die Haftung mit einbezogen werden. Sprich, wenn sich irgendwie herausstellen sollte, dass es da einen Rechtsfall gibt, hängt die gesamte Wertschöpfungskette praktisch da potenziell in dieser Haftung mit drin. Und, das muss man wissen, im Generika-Bereich sind die Margen ja nicht wie in der sonstigen Pharmaindustrie groß, sondern sie sind relativ gering. Und das bedeutet natürlich für die Generika-Hersteller an sich, aber eben auch für alle, die mit ihnen zusammenarbeiten, ein enormes Risiko, dass wenn sie tatsächlich belangt werden sollten und sollte es da aus Versehen oder vielleicht auch bewusst zu einer Verletzung von einem Eigentumsrecht sein, eben durch die überhöhten Strafen, die bereits angesprochen wurden, die höher sind als im üblichen Fall, da auch massive Konsequenzen für all diejenigen drohen, die eigentlich mit diesem konkreten Verletzung gar nichts zu tun haben. Von daher gibt es wahrscheinlich eine enorme Abschreckungswirkung, überhaupt mit Generika-Firmen weiter zusammenzuarbeiten, weil sie potenziell als Kollaborateure gebrandmarkt werden können auf Antrag eines angeblichen Rechteinhabers. Ja, das ist so ein bisschen groben und ganzen, um zu zeigen, was sind die einzelnen Beispiele, wo ACTA im Einzelnen wirkt. Es ist bereits genannt worden, ACTA bezieht sich eben nicht nur auf die 10 Länder, die 11 Länder, die das Ding verabschiedet werden und wirkt nicht nur dort. Auch da hat es übrigens Folgen. Also ACTA wird auch dazu beitragen, dass auch hier in Europa Generika teurer werden. Aber eben, es hat jetzt schon durch Beschlagnahmungen und Ähnliches Folgen für Länder in anderen Teilen der Welt, die also nicht Teil des Abkommens sind. Und es besteht das große Risiko, und das sehen wir bereits jetzt in sich in Verhandlungen befindenden Freihandelsabkommen, wie zum Beispiel EU-Indien und so weiter, dass es die Bestrebung gibt, möglichst viele dieser Regelungen, den neuen Goldstandard eben in diesen Abkommen durchzusetzen, um diese Länder dann nachträglich in diese Klammer reinzuzwingen. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es dazu erstmal Fragen oder Kommentare? Ja, bitteschön. Ich glaube, es gibt sowas wie ein Saalmikro, da kommt es auch schon. Ja, hallo. Ich bin Christiane Fischer von der Buko Pharma-Kampagne und vom Aktionsbündnis gegen AIDS. Ich sehe dieses Problem, also ich komme aus dem Medikamentenbereich, dass TRIPS und vermehrt noch ACTA Generika immer mehr einschränkt, auf wirklich sehr bedrohliche Weise. Also Uganda hat schon sein Gesetz geändert und de facto können, wenn das nicht wieder geändert wird, Generika gar nicht zugelassen werden. Und TRIPS eröffnet uns ja noch die Möglichkeit, die Patentierbarkeit von Produkten massiv einzuschränken. Das sogenannte Section 3T.
sagt in Indien, Patente, marginale Erfindungen, also wenn ich auf einer dreimal am Tag, auf eine einmal am Tag Dosis gehe, qualifizieren sich nicht für die Patentierbarkeit in Indien. Und offensichtlich will ja ACTA genau diese noch relativ liberalen Möglichkeiten, die TRIPS noch offen lässt, wobei es ja absurd ist, dass wir uns jetzt für TRIPS einsetzen, aber gut, ja, noch mehr einschränken. Ja, ich finde, das ist schon ein Phänomen, dass wir inzwischen TRIPS verteidigen, weil wir gegen ACTA vorgehen. Aber insofern, ja, was können wir denn wirklich noch machen? Also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich allen bekannt, diese Generika, die aus Indien verschifft wurden nach Brasilien, wurden in Deutschland und Niederlanden festgehalten. Die waren in Indien patentfrei, die waren in Brasilien patentfrei, aber in Europa nicht. Das war das Hauptargument. Wie können wir da eine Rechtssicherheit für die Konsumentinnen einbauen? Alles klar. Gibt es erstmal noch weitere Fragen, Kommentare? Ergänzen, dass das, was jetzt gerade sehr richtig gesagt wurde für den Bereich Medikamente, gilt auch auf jeden Fall für den Bereich Zugang zu Wissen. Also auch hier ist ACTA natürlich viel weitergehen als TRIPS und ich stimme total zu. Ja, deswegen wollte ich es auch nur ergänzen, weil es da einfach auch Parallelen gibt und wie gesagt, ich komplett zustimme, dass da einfach auch die Grauräume, die bislang so ein bisschen ausgenutzt werden konnten, vor allem im Bildungsbereich, auch einfach weitestgehend geschlossen werden. Also das, was man so ein bisschen als vielleicht Fair-Use-Regelung für Werke, die eben in einem Bildungs- und einem nicht kommerziellen Kontext genutzt werden oder eben auch zum Beispiel für verwaiste Werke, da einfach noch viel härter zugreifen unter ACTA. Okay, wenn es jetzt keine weiteren konkreten Fragen gibt im Moment, dann würde ich sagen, stellen wir doch direkt daran ein, in die Frage, was kann man denn jetzt noch tun? Vielleicht, es gibt ja auch Sachen, die schon gemacht werden, vielleicht könnt ihr davon noch berichten. Auch gibt es denn Kooperationen mit Entwicklungsländern oder NGOs da? Kann es nicht sein, dass vielleicht irgendwie sich Indien und Brasilien und so weiter zusammensetzen und sagen, so nicht? Was passiert da schon? Also in dem ganz konkreten Bereich, Indien und Brasilien sind zum Glück in der WTO aktiv geworden und nicht nur dort. Und das ja auf, ja, letztendlich im ganz guten Zusammenspiel mit Zivilgesellschaft. Das ist ja praktisch durch Informationsteilung, durch gemeinsame Beratung, ist es dazu gekommen, dass Indien und Brasilien da aus meiner Sicht sehr gute Positionen vertreten und da genau das Richtige machen, nämlich den politischen Preis hochtreiben. Sie machen da ordentlichen Radau. Sie machen deutlich, wenn ihr das hier so durchsetzt, wenn ihr das wirklich wollt, ihr könnt das, wir können euch da juristisch nicht aufhalten als EU-Indien, als Indien oder Brasilien oder andere. Dann machen wir aber deutlich, dass das von uns als ein feindlicher Akt letztendlich angesehen wird und wir skandalisieren das. Und das treibt auch den politischen Preis in der Europäischen Union hoch und ich denke, das muss man weiter befördern. Ich denke, dass man ganz gezielt dazu beitragen musste, dass die Diskussion in Brasilien und Indien und am besten noch in vielen anderen Entwicklungsländern, ich denke zum Beispiel an Thailand, ich denke an die Fälle von afrikanischen Ländern, die genannt wurden, dass man dort praktisch diese Diskussion hochtreibt, um den politischen Preis in die Höhe zu treiben. So, das ist, denke ich, eine wichtige Strategie. Dann zu der Frage ganz konkret in diesem Bereich von Medikamenten. Ich denke, es ist wichtig, dass man es gab einen Versuch von der Europäischen Union und auch von den anderen Verhandlern, sehr schnell zu sagen, aber der Zugang zu Medikamenten ist gar nicht betroffen, da sichern wir durch Ausnahmeregelungen und so weiter zu, dass das ausgenommen wird und so weiter. Wir wissen inzwischen vom Text selbst, das ist Quatsch. Das ist so nicht geschehen. Dennoch stehen in der Präambel ein paar Sachen und ähnliches. De facto ist es aber so, die Regeln gelten für das. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, auch wenn wir hauptsächlich schauen auf den Fokus von der Auswirkung von Medikamenten, nicht praktisch einknicken und sagen, naja gut, ACTA ist okay, wenn wir das und das und das noch ändern würden, sondern dass wir nach wie vor auf dem Standpunkt bleiben, so wie ACTA jetzt ist, muss es insgesamt abgelehnt werden und darf nicht ratifiziert werden. Also dass wir uns da einreihen in den Chor von Bewegungen, die eben insgesamt eine Opposition dagegen machen, wie das ja andere auch machen, eben nicht nur ihr eigenes Feld da vor Augen zu haben, sondern eben eine breite Perspektive einzunehmen. Wenn es dazu käme, dass ACTA jemals tatsächlich ratifiziert würde, dann gibt es natürlich die Frage nach einem Plan B und das bedeutet natürlich, die Europäische Union da ganz massiv in die Haftung zu nehmen und zu sagen, jede einzelne Maßnahme, die ihr macht, die potenziell den Handel mit Generika einschränkt oder die Versorgung von Generika einschränkt, die im Zusammenhang mit ACTA geschieht,
muss evaluiert werden, muss ausgewertet werden. Wenn es dazu kommt, dass generischer Wettbewerb eingeschränkt wird, dann müsst ihr alternative Maßnahmen treffen, dann müsst ihr praktisch sicherstellen, dass es da Ausnahmen gibt und so weiter. Aber ehrlich gesagt, diesen Kampf möchte ich noch nicht vorbereiten, sondern ich möchte jetzt die ganze Energie da reingeben, in den anderen Bereichen mitzumachen. Eine Sache wollte ich außerhalb dazu noch sagen, nämlich zu der Frage Zugang zu Wissen. Ich denke, das ist ein Bereich, der ein enormes Potenzial hat, praktisch mit in der Koalition gegen ACTA eine Rolle zu spielen. Das ist der Bereich öffentliche Bibliotheken, Hochschulen, eben Verbreitung von Wissen, von digitaler Information oder von gedruckter Information, wo aus meiner Sicht bisher noch zu wenige wirklich plastische Folgeabschätzungen da sind und zu wenige Leute wachgerüttelt worden sind, die in diesem ganzen Bereich aktiv sind. Das haben wir früher gesehen, wenn es um Dienstleistungen geht, im Rahmen des GATS-Abkommens und ähnliches. Da waren gerade Bibliothekare, öffentliche Büchereien und so weiter, ein ganz massiver Akteur zu verhindern, dass in dem Bereich Bildung es dazu einer weiteren Liberalisierung kommt und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei ACTA ähnlich funktionieren würde, wenn man in diesem Bereich mal gezielte Studien anstellt und wirklich deutlich zeigt, wo sind denn da wirklich die im Einzelnen die Folgen, wie verteuert sich Zugang zu Informationen und so weiter. Da kenne ich mich zu wenig aus, vielleicht weißt du, dass es da schon mehr gibt, aber meines Wissens ist das noch so ein bisschen ein unbestelltes Feld. Ja, ich bin auch nicht die einzige Vertreterin heute von Digitalgesellschaft, also bitte gerne nochmal ergänzen. Ganz wichtige Anregung. Ich glaube, es passiert insgesamt noch viel zu wenig. Was wir im Moment versuchen, ist einfach ein bisschen Aufklärung, Klarheit, Transparenz, nochmal ganz klar auch die Position von NGOs auf europäischer Ebene, warum das Ganze auf jeden Fall verhindert werden muss, also nicht ratifiziert werden darf, wie auch gerade eben schon gesagt wurde. Haben da zusammen, also Access Now hat einen super Text dazu vorbereitet, eben was alles aus netzpolitischer Sicht nicht stimmt an dem Abkommen. Das haben wir übersetzt und auch in Partnerschaft eben mit EDRI und anderen NGOs versuchen wir jetzt da einfach nochmal Aufklärung zu betreiben und so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Lobbyarbeit zu betreiben, aus unserer Sicht zu erklären, wie gesagt, warum das Ganze verhindert werden sollte. Und ich denke auch, dass es da jetzt wirklich nochmal eine neue Dynamik hinter braucht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie ich eben schon gesagt habe, denke ich, dass man auch versuchen muss, da gegebenenfalls auch nochmal im wirtschaftlichen Bereich zu gucken, was findet man da auch nochmal für Fürsprecher gegen die Ratifizierung, um einfach nochmal eine andere Dynamik in Gang zu setzen. Wollt ihr das nochmal ergänzen? Ja, also gerade eben hat zum Beispiel, ja? Achso, sorry. Ich bin Sandra, wenn du das halten magst. Und zwar haben wir natürlich eine europäische Allianz dazu. Also in EDRI sind ganz viele Organisationen aktiv, nicht nur aus Deutschland, sondern eben zum Beispiel auch aus Frankreich, wo es ganz, ganz relevant ist, in Frankreich ein wirklich gutes Lobbying zu machen, weil eben auch die Berichterstatterin im, wie heißt der Ausschuss, Wirtschaftsausschuss, eine Französin ist. Und da haben wir eben La Quadrature du Net, die jetzt gerade angekündigt haben, auch ein Video nochmal zu ACTA zu machen und die auch im Bereich Urheberrecht eben wirklich sehr, sehr aktiv sind und wo wir eben sehr, sehr viel gemeinsam dann auch schaffen können. Und dieses Koalitionsschmieden fängt jetzt, denke ich, gerade erst richtig an, weil es eben vorher auch relativ schwierig war, einfach eine Öffentlichkeit dafür auch zu bekommen, weil jetzt erst, wo es dringend wird, sehen alle, dass das Thema einfach relevant und wichtig ist. Und vorher gab es ja schon Skandale, aber die waren einfach noch nicht groß genug und haben das auch den Bibliotheken zum Beispiel möglicherweise noch nicht ausreichend gezeigt. Genau, da kann ja Jan vielleicht noch erzählen, was wir im Europaparlament dazu machen. Ja, genau. Also ich fand das jetzt erstmal auf jeden Fall super interessant, auch nochmal von euch zu hören, wie aus der jeweiligen Perspektive der betroffenen NGOs das auch gesehen wird. Wir haben jetzt ja und schon etwa ein Jahr jetzt im Europäischen Parlament oder anderthalb Jahre eigentlich damit beschäftigt, seitdem es eben ja den ersten Leak sozusagen gegeben hat, eines Verhandlungstextes. Ja, seitdem ist eigentlich die Debatte auf dem Tisch, aber die, sag ich mal, die Aufmerksamkeit wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen über das, was mit ACTA kommt, ist natürlich auch deswegen schwierig, weil es hier erstmal um eine sehr komplexe, komplizierte Materie, Rechtsmaterie geht, ja. Und weil es andererseits ein Abkommen ist, das ursprünglich zwar gedacht war, das, was wie Professor Metzger auch gesagt hat, das eigentlich legitimes Interesse war, nämlich die Bekämpfung
sozusagen der Einfuhr von produktgefälschten oder markengefälschten Produkten jetzt in gewerbsmäßigen Ausmaße so. Also die Motorsägen oder andere Produkte waren sozusagen damals ja auch die Debatte, ja, also Angela Merkel hat damals auch dann gesagt, dass man eben aktiv werden will gegen diese Fälschung und den Einfuhr von Produkten aus China und so weiter, Fälschungen. Ich denke mal, dass das in der Industrie, in der Wirtschaft ein Abkommen war, das in der Ausformulierung auf jeden Fall gewollt war, aber dann eben in den Verhandlungen um einige Bereiche ausgeweitet wurden. Einerseits eben die Graubereiche, die einem sowieso schon seit langem ein Dorn im Auge waren, ja, also Graubereiche für Generika, für den Austausch von Wissen, offene Lizenzen und so weiter, die eben da genutzt wurden, immer wieder auch um Innovation und auch um Entwicklungspolitik zu betreiben, Entwicklungsarbeit zu betreiben, die sollten eben geschlossen werden. Und andererseits wird es eben erweitert durch eine verstärkte Durchsetzung, gerade zum Beispiel auch im Urheberrechtsbereich und im Bereich anderer Patente erst noch. Da hat man sich jetzt ein Stück weit wieder zurückgenommen. Was aber daran liegt, dass das nichts anderes war als ein Kuhhandel eigentlich zwischen denjenigen Partnern, die da in den Industriestaaten betroffen waren, weil die Vereinigten Staaten natürlich unterschiedliche Interessen zu denen der Europäischen Kommission vertreten haben und dann man sich eben auf die Teile geeinigt hat, die einem selber wichtig waren. Und das macht es im Moment so kompliziert, das ist ein deutlich ausgeweitetes Abkommen. Dann haben wir Aufmerksamkeit dazu bekommen und bestimmte Teile sind schon wieder rausgenommen worden. Also was am Anfang zum Beispiel drin war, war die Verpflichtung eigentlich zu 3 Strikes, ja, für die Vertragsstaaten. Das wurde dann, nachdem klar war, da kommt eine Aufmerksamkeit, weil 3 Strikes in Frankreich schon eine große Debatte war, ja, umformuliert in eine, dass die Vertragsstaaten ermutigt werden, in eine solche Richtung zu gehen, ja, und mit den Providern zusammenzuarbeiten. Und wir kennen diese Entwicklung ganz klar in Europa zum Beispiel, wenn so Beschlüsse früher jedenfalls des Europäischen Rates getroffen wurden, wie die Lissabon-Strategie, ja, ganz großes Beispiel, wie eben zum Beispiel Bildung und Wissenschaft auch stärker solchen Marktmechanismen und Liberalisierungen unterworfen werden sollten, war eben in der Lissabon-Strategie allgemeine Verpflichtungen, die dann später zu sehr konkreten Folgen in den Mitgliedstaaten geführt haben und man sich immer darauf bezogen hat, ja, aber in der Lissabon-Strategie haben wir uns ja eigentlich geeinigt, dass wir das und das machen wollen. Und nichts anderes ist im Grunde genommen gerade ACTA. Das macht es natürlich unglaublich schwer, konkret aus den Formulierungen von ACTA rauszunehmen, weil das und das da drin steht, wird das und das passieren. Sondern das sind sozusagen Absichtserklärungen, die da drin stehen, die in einem sehr intransparenten Verfahren zustande gekommen sind und dazu führen könnten, dass Maßnahmen ergriffen werden, die einseitig zu Lasten dieser Graubereiche und zu Lasten vielleicht auch der Grundrechteinhaber, zum Beispiel der Individuen, gehen kann. Und das ist das, was wir jetzt aktuell halt im Europäischen Parlament anmahnen und warum wir eine Überprüfung haben wollen, ob nicht dieses Abkommen sogar auch gegen die bestehenden Bestimmungen, Grundrechtsbestimmungen, vertraglichen Grundlagen in der Europäischen Union verstößt, was meines Erachtens zu erwarten ist und was das Gutachten von Professor Metzger und anderen Professoren und das von Professor Duwe-Korf, also dieses Gutachten, das wir angefordert haben, zu den Grundrechten auch deutlich vermuten lässt, nämlich dass einige Teile tatsächlich einen Verstoß bedeuten könnten. Und ich fände es jetzt wichtig, dass in dieser Zeit, wo wir im Europäischen Parlament darüber eine Debatte bekommen werden, und das wird jetzt so die nächsten 2-3 Monate der Fall sein, wenn der Rat dieses Abkommen, das ausgehandelte Abkommen, dann annehmen wird und das Parlament, das Europäische Parlament bitten wird, dieses Abkommen anzunehmen und zu bestätigen, dass dann natürlich auch über die Fragen der Folgen dieses Abkommens diskutiert wird, weil wir eben dafür letztendlich eine Mehrheit im Europäischen Parlament brauchen und natürlich dann später auch in den nationalen Parlamenten hier im Deutschen Bundestag bei der Ratifizierung. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, da durchaus noch was zu tun und dass wir da nicht ohne Erfolg dastehen. Nicht umsonst haben wir also von der Europäischen Kommission die Rückmeldung bekommen, so zwischen den Zeilen, dass wir ihnen ganz schön Schwierigkeiten machen mit ihrem Projekt des ACTA-Abkommens. Und das soll ja schon mal was heißen. Das heißt, da besteht durchaus die Möglichkeit, noch was zu machen. Neben dieser Studie, wie weit ACTA sich auf die Grundrechte auswirkt, was ja, wie du sagst, sehr, ja, klar zu dem Ergebnis kommt, es hat,
Da haben wir eben auch eine Studie gemacht zu Auswirkungen auf den Zugang zu Medizin, was das nochmal bestätigt, was David schon angesprochen hat, nämlich dass, auch wenn Patente rausgeflogen sind, ganz viel zwischen den Zeilen steht, die halt extreme Auswirkungen haben könnten. Wie gesagt, es hängt halt immer davon ab, was genau gemacht wird, aber zumindest wird es angeregt, dass es sehr starke Auswirkungen haben könnte. Beide Studien liegen draußen aus, könnt ihr und können Sie sehr gerne mitnehmen und dazu auch noch eine kleine Anfrage aus dem Bundestag, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt. Jetzt weitere Wortmeldung. Jörn, du hattest? Genau, wer hat das da mit? Oder? Genau, hallo, ich bin Jörn, ich bin der Mitarbeiter von Konstantin und kann vielleicht ganz kurz was erzählen zum Stand im Bundestag. Konstantin ist ja auch neu im Bundestag seit Ende 2009 und wir haben uns eben seit Anfang an intensiv probiert, mit ACTA auseinanderzusetzen, hatten da aber erhebliche Probleme. Ich glaube, das haben alle mitgekriegt. Die MdBs hatten massive Probleme, wie gesagt, überhaupt erstmal auf den Stand zu bekommen. Auch wir mussten uns weitestgehend über Leaks informieren, über den Stand des Abkommens. Wir haben dann probiert, relativ zügig über schriftliche und mündliche Fragen an die Bundesregierung, eben überhaupt erstmal die Bundesregierung dazu zu bringen, sich mit diesem Thema, was im Bundestag überhaupt keine Rolle spielte bis dato, sich überhaupt auseinanderzusetzen, haben dann März 2010 eine kleine Anfrage auch gestellt, die sich eben hauptsächlich um Fragen der Transparenz, aber auch eben um den Inhalt des Abkommens drehte und haben eben damit, wie gesagt, geschafft, dass die Bundesregierung sich überhaupt erstmal damit beschäftigen musste. Seitdem, kurz danach, nach dieser kleinen Anfrage, die auch bei Grün Digital eingestellt ist, wenn da mal jemand nachlesen will, hat die Bundesregierung oder wurde das Abkommen unterzeichnet und dann hat eben die Bundesregierung ist der Transparenzinitiative der Friends of Transparency beigetreten, hat gleichzeitig aber immer wieder darauf verwiesen, man sei selbst nicht Gesprächspartner, man sei selbst nicht Verhandlungspartner, sondern eben nur Beobachter. Und seitdem ist, das kann man so sagen, eigentlich herzhaft wenig passiert. Wir warten jetzt auf die Ratifizierung, die war ja eigentlich für Herbst diesen Jahres angekündigt, das heißt, da hinkt man schon hinterher. Im EP soll es jetzt nach meinem Stand im Dezember losgehen. Auf deutscher Ebene gibt es überhaupt noch keinen Stand, sozusagen, wie es da mit der Ratifizierung aussehen wird. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und werden auch mit Yagi Montag, der für uns im Unterausschuss Europarecht, wo das Thema vor allen Dingen behandelt wird, eben wenn es dann zur Ratifizierung im Bundestag kommt, noch eine Anhörung dazu durchführen. So viel vielleicht kurz zum Stand. Vielen Dank. Iris? Ja, danke Iris. Also Iris Keller arbeitet in der Grünen Bundestagsfraktion als Referentin für Rechtspolitik und bin da sozusagen die Schnittstelle zwischen Konstantins Büro und unserer Grünen Rechtsausschussarbeit. Ich möchte noch mal eingehen auf die strategischen Fragen Bündnispartner, denn ich habe natürlich auch ganz viele fachliche Punkte und Fragen, aber das machen wir dann, glaube ich, bilateral besser. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier mit dem sehr schönen Papier von EDRI auch Richtung Union diesen Aspekt der Rechtsunsicherheit und auch Ungleichgewichtigkeit nutzen können, dass nämlich die USA sich nicht in dem Maße binden, wie die anderen Vertragspartner das tun müssen und das dann möglicherweise Rechtsunsicherheit schaffen könnte. Das war ein Argument, was man in die Richtung vielleicht verstärkend und auch in Richtung Wirtschaftsverbände verwenden könnte. Und in Richtung FDP könnte man vielleicht aus dieser Problematik Grundrechtsstandards besonders den Aspekt Datenschutz rausgreifen. Denn da sind ja auch die Datenschutzstandards absolut minimal, die dieses Abkommen setzt. Da ist zwar so eine kleine Regelung zur Zweckbindung drin, aber die ist absolut unzureichend und betrifft auch nur schriftliche Informationsweitergaben, keine mündliche Informationsweitergabe ist davon ausgenommen und da lassen sich sicherlich noch einige Punkte näher dazu ausführen, die man sagen kann. Und wenn man da dann noch die Parallele zieht zu anderen Vorhaben, wo wir Datenschutz diskutieren, Datenweitergabe an die USA, Flugpassagierdaten und so weiter, kann man das auch noch in einen Kontext von politischer Brisanz stellen. Wie wird in den USA mit Daten umgegangen und so weiter? Und trotzdem möchte ich aber jenseits dieser Strategiefrage doch eine
Frage gerne noch stellen, die uns als Grüne auch besonders bewegen muss. Das ist die strafrechtlichen Regelungen oder vielleicht auch die Regelungen in anderen Bereichen. Blockieren die, selbst wenn es stimmt, was der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages und die Bundesregierung behaupten, dass im Strafrecht keine Änderungen im deutschen Recht nötig wären, dass das da also insofern nicht eine Verschärfung bringen würde, aber zementieren die einen Rechtszustand, der verhindert, dass wir Entkriminalisierung im Bereich Urheberrecht machen können? Ja, ich wollte dazu noch einen Aspekt bringen. Im Medikamentenbereich legen wir sehr viel Wert drauf, nicht mehr von Fälschungen zu reden. Und das Wort Fälschung, und ich glaube, an die Kollegin, wie gesagt, mit Wissen, das ist nicht so mein Thema, aber halte ich für genauso wichtig. Wenn wir von Arzneimittelfälschungen reden, dann wird dieser Begriff eingesetzt, um die Bevölkerung auf seine Seite zu bringen. Weil das klingt ja bedrohlich, ne? Kein Mensch will ein gefälschtes Arzneimittel schlucken. Da ist nichts drin oder da ist Gift drin. Das ist doof. So. Das wollen wir nicht. Das ist klar. Das sind echte Arzneimittelfälschungen. Die spielen aber nur einen minimalen Bereich. Die sind nur ein minimaler Teil des Problems. Der ist fast vernachlässigbar. Aber den gibt's. Ohne Frage. Die müssen ausgerottet werden. Wenn ich aber ein Patent verletze, nicht also ein patentiertes Medikament aus Indien günstig generisch importiere, nach Afrika oder auch nach Deutschland, völlig wurscht, dann werden die Menschen davon ja gesund. Das heißt, das ist keine Fälschung, das ist einfach eine Patentrechtsverletzung. Und das Dritte ist, wenn ich statt dem Label Zippler das Label Bayer auf dieses Ding knalle, dann ist das eine Markenrechtsverletzung. Auch davon werden die Menschen genauso gesund wie von dem Label Bayer, Abbott oder sonst was. Das heißt, das ist auch gesundheitspolitisch völlig gleichgültig. So. Und diesen Gedankengang, wir müssen Substandard Drugs, und dafür habe ich noch keinen guten Ausdruck, aber vielleicht kommen wir ja noch auf einen, also Medikamente, die echt gefälscht sind, also die keinen akzeptablen Sicherheits- und Qualitätsstandard haben, diese Medikamente müssen wir von Patentrechtsverletzungen und von Markenrechtsverletzungen unterscheiden. Und ich glaube, dieses Argument, also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald und diese Schwarzwaldbauern sind in der Regel nicht ganz so progressiv. Vielleicht wählen sie mal Grüne, aber meistens wählen sie so 70% CDU. Aber diesen Argumenten, wir müssen Menschen heilen, sind meine Schwarzwaldbauern sehr zugänglich. Also das verstehen ganz normale Menschen. Und ich glaube, dieses Argument, wer heilt, hilft, der alte Spruch in der Medizin, den kann man einer großen Bevölkerung sehr zugänglich machen. Und aufs Parlament bezogen, ich glaube, dass man darüber, ich weiß nicht, ob man FDP damit kriegen kann, aber die gibt es eh bald nicht mehr. Aber so einige der Union müsste man mit diesem Argument eigentlich gewinnen können. Zu sagen, wir müssen jetzt mal diese drei Ebenen voneinander unterscheiden. Dankeschön. Gibt es weitere Wortbeiträge, bevor wir aufs Podium zurückgehen? Weitere Fragen, Kommentare, Ideen? Bitte schön. Nicht, dann machen wir erstmal wieder eine Runde hier vorne. Herr Metzger, Sie haben, glaube ich, auch einige Fragen bekommen. Ich habe ein paar Fragen. Kann man mich hören damit? Ja, okay. Also vielen Dank für die sehr interessante Diskussion. Ich lerne eine Menge. Ich bin froh, auch gerade mit Herrn Albrecht war ich schon in Kontakt, aber auch mit den NGOs mal direkt im Kontakt zu sein und zu hören, welche Punkte Sie besonders kritisch sehen an dem Abkommen. Ich will einen grundsätzlichen Punkt erstmal machen. Man muss etwas vorsichtig sein. Das hat Jan Albrecht auch gerade angesprochen. Also der Vertrag ist von den Leaks bis zu dem jetzt endgültig verabschiedeten Text relativ stark verändert worden. Und einige der Punkte, die Hauptpunkte in der Internetdebatte waren, sind rausgeflogen. Das heißt, in gewisser Weise ist damit natürlich versucht worden, den Wind aus den Segeln zu nehmen, den Kritikern. Und da glaube ich, sollten sich die NGOs und alle, die sich dafür interessieren, strategisch, man muss sich jetzt sozusagen auf die verbleibenden Punkte sehr genau konzentrieren. Es ist eben noch teilweise so, dass kritische Sachen drin sind und die müssen wir jetzt sehr, sehr genau rausarbeiten und auch auf denen
wirklich rumbeißen. Also beispielsweise Three Strikes ist in der Form nicht mehr drin, aber es ist drin, das haben Sie auch richtig gesagt, es ist drin diese weiche Formulierung, dass Mitgliedstaaten von ACTA Kooperationen zwischen ISPs und Rechteinhabern befördern sollen. So, was heißt das jetzt? Und sozusagen dieses präzise Arbeiten an diesen Sachen, das wird wahrscheinlich die Aufgabe für die nächsten Monate sein, weil da auch noch genug Gefahr drin ist. Aber man muss sehen, dass man im Prinzip viele auch Stellungnahmen, die es vorher gegeben hat, heute eigentlich so gar nicht mehr verwenden kann. Das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Dann zweiter Punkt, das ist angesprochen worden, das kann ich auch nur unterstreichen. Die Fragen sind rechtstechnisch sehr kompliziert. Beispielsweise den Punkt, den Sie angesprochen haben mit Generika und Markenrecht. Das ist was, was in der Diskussion so eigentlich gar nicht drin ist bisher. Bisher ist Generika ein Patentrechtsthema. Im WTO-Bereich gibt es diese Ausnahmevorschriften und so weiter. Das hat alles mit ACTA, wenn ich es richtig sehe, gar nichts zu tun. Sondern wir haben jetzt, was Sie auch richtig gesagt haben, die Praxis sozusagen Generika-Beschlagnahme auf Markenrechtsbasis. Und da muss man auch sehen, müssen wir irgendwie alle zusammen sehen, dass wir einen Shift in der Diskussion hinbekommen, dass dieser Aspekt dann auch transparent gemacht wird und diskutiert wird, während eben die Patentrechtsfragen zum großen Teil aus ACTA herausgefallen sind am Ende. Auch da, es ist noch Gefahr drin, aber die verhält sich eben heute doch ein bisschen anders, als sie sich vorher dargestellt hat. Dann ein dritter allgemeiner Punkt. Die ganze Frage, das ist bei Ihnen so ein bisschen angeklungen, die ganze Frage materielle Schutzstandards, also was kann jetzt patentiert werden, was kann nicht patentiert werden. Sie hatten dieses Beispiel gebracht, wir nennen das in Europa auf zweite medizinische Indikation oder wenn nur Größenveränderungen in der Darreichung sind, genau, reicht das aus für Patentfähigkeit, ja oder nein? Das ist etwas, was in TRIPS zu diskutieren ist, weil TRIPS materielle Schutzstandard regelt. Also da ist diese Diskussion valide. Im Rahmen von ACTA sind eigentlich dazu keine Regelungen, sondern wir sind bei ACTA eigentlich nur wirklich mit den Durchsetzungsfragen befasst. Das heißt, die Frage, was patentfähig, ja oder nein, steht eigentlich in ACTA nicht drin. Es ist noch schlimm genug, was in ACTA drin steht und es gibt viele Punkte, an denen man angreifen muss, aber es sind dann eher die Sanktionspunkte. Frau Keller, bei Ihnen sozusagen ende ich jetzt und das ist am Ende auch die Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt. Also letztlich ist es so, wir haben eine etwas zweiteilige Diskussion, die sehr schwierig zu führen ist. Also nicht wir hier im Raum, sondern die Diskussion über ACTA allgemein. Wenn wir die deutschen Schutzrechtsstandards oder die europäischen Schutzrechtsstandards als Maßstab nehmen, dann sind es nur ganz kleine überschießende Bereiche. Das haben Sie beispielsweise richtig gesagt. Vorher war es so Grenzbeschlagnahme bei nur eindeutiger Markenverletzung. Unter ACTA Grenzbeschlagnahme auch bei Waren, die Verwechslungsgefahr hervorrufen. Das ist natürlich Schwachsinn, weil der Zollbeamte kann nicht mit der Aufgabe betraut werden, zu schauen, ob eine Marke vielleicht so ähnlich in den Produkten drin ist, sondern der darf nur an den Stielcontainer ran. Das ist zum Beispiel ein Punkt, da haben wir was Überschießendes. Aber es sind kleine Bereiche, wo wir überschießende Dinge haben und auf die müssen wir uns eigentlich in der Diskussion jetzt konzentrieren, weil der Weg politisch viel kürzer ist, wenn Sie einem Europaparlamentarier oder einem deutschen Parlamentarier erklären wollen, bei uns findet Verschärfung von Schutzrechtsstandards statt, die wir nicht haben wollen. Das ist leichter, politisch heimzuholen, als wir haben das ja bei uns schon alles. Es geht aber darum, dass ein Vertrag, der heute Brasilien noch gar nicht bindet, nicht implementiert werden darf, weil dann vielleicht in der Zukunft Brasilien daran gebunden werden. Das ist ein viel schwereres Argument. Und das heißt, wir müssen irgendwie sehen, dass wir uns auf diesen Bereichen des überschießenden Schutzrechtsstandards in ACTA, dass wir die sauber rausarbeiten und darauf sozusagen unsere Diskussion vor allen Dingen fußen, weil ich glaube, sonst wird es schwierig sein, Koalitionspartner zu finden, obwohl eigentlich die Agenda, glaube ich, bei uns allen noch die ist. Wir sehen, es ist die überschießende Tendenz da eben auch für Drittweltstaaten. Und das ist eben teilweise nicht so trivial. Mich hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags mal angerufen, irgendwann diskret, und hat gefragt, wir haben hier diese Anfrage. Und also als nicht Politiker, sondern Wissenschaftler musste ich denen ehrlich sagen, also ich glaube, all die Schweinereien, die in ACTA drin stehen zum Strafrecht, wir haben die in Deutschland im Prinzip. Also die Schutzstandards bei uns sind leider schon so. Insofern wieder Frau Keller, völlig richtig, das Argument ist subtiler. Wir zementieren einen Standard fest, den wir vielleicht gerne irgendwann noch mal ändern würden. Insofern im Strafrecht, ich glaube, es wird nicht so leicht werden, in Deutschland da richtig Kampagne zu machen, weil der deutsche Gesetzgeber ja wohl nur über das Strafrecht am Ende entscheiden muss und da
da ist die Abweichung nicht so groß. Im europäischen Bereich sieht es anders aus, wegen eben diesen einfach gesetzlichen Abweichungen. Und dann eben ganz großer Punkt, und das ist auch angeklungen, zu Recht, das wird am Ende wahrscheinlich die stärkste Waffe sein. Und ich denke auch, dass da die EuGH-Anfrage wahrscheinlich am sinnvollsten ist, Verletzung von EU-Grundrechten. Ne? Also das Recht, gehört zu werden. Datenschutz ist so eine Frage. Ich meine, ACTA sieht den Vorbehalt für europäische Datenschutzstandards vor. Das heißt, man muss wieder argumentieren, die anderen haben vielleicht keine entsprechenden Datenschutzstandards. Aber ich denke, das wird der EuGH unter Umständen relativ schnell wegbügeln können. Das weiß ich aber nicht, ob Sie das anders sehen. Aber meine Vermutung wäre zu sagen, ACTA bringt keine Verpflichtung für europäische Gesetzgeber, die Datenschutzstandards aufzuweichen. Und dann ist man wieder eben in der Diskussion drin, aber wie ist es mit Drittstaaten? Und diese Zweischneidigkeit der Diskussion, die wird sehr, sehr schwierig sein, glaube ich, transparent zu machen. In der Öffentlichkeit sowieso, aber auch gegenüber Parlamentariern, die da nicht schon irgendwie besonders aufmerksam sind. Also vielleicht kann man dazu auch wirklich nochmal, mich interessiert vor allen Dingen jetzt auch die Frage, die Sie auch am Anfang in dem Vortrag nochmal angesprochen haben, mit den Schutzstandards als Gegenstück zu den Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen, die man ergreift. Und ich glaube, das wird schon eine Frage sein, die sowohl bei der EU-Rechtsüberprüfung, also Grundrechte, welche Grundrechtsschutzbestimmungen sind in diesem Abkommen überhaupt enthalten? Sie sagen keine, ich kann die auch nicht daraus erkennen. Und das wird in der deutschen Debatte auch eine Rolle spielen. Und wenn ich mir überlege, was wir auf europäischer Ebene für Debatten geführt haben und jetzt erst recht führen im Bereich Strafrechtsharmonisierung, ja, und Zusammenarbeit, dann ist es eben, ist ACTA nur ein weiterer Baustein, der in die gleiche Richtung geht. Kooperation ja, Rechtsdurchsetzung ja, gemeinsame Standards nein, gemeinsame Schutz Vorschriften, nein. So, ne? Und das ist eben das Problem, das haben wir sowohl innerhalb der EU lange erlebt, dass das so gelaufen ist, wo es jetzt eben mühsam ist, diese Schutzstandards zu harmonisieren und einen gemeinsamen Datenschutzstandard zum Beispiel einzuführen, gemeinsame Standards für faires Verfahren und für Rechtsschutzbestimmungen und so weiter. Nur wenn wir diese Rechtsdurchsetzung jetzt auf internationaler Ebene erleben, in der erweiterten Kooperation, jetzt sage ich mal, mit ACTA, dann stellt sich diese Frage natürlich wieder. Und ich denke schon, dass man mittlerweile als Grundrechtsgericht und vielleicht eben auch als Europäischer Gerichtshof sagen müsste, ihr könnt euch nicht, auch wenn auch nur vage, immer weiter zu gemeinsamen Kooperationsstandards und Zugeständnissen durchringen, ohne dabei klarzumachen, was eigentlich auch die Rechte der Betroffenen sozusagen sichern soll, ja, und welche Instrumente dabei wichtig sind, rechtsstaatliche Verfahrensinstrumente und so weiter. Und ich denke schon, dass diese Frage wird zumindest politisch dann auch eine Rolle spielen, weil die Frage, ob man sich als Bundestag zum Beispiel auf solche Maßnahmen einlässt, ohne eigentlich als solches Parlament wirklich einen Einfluss zu haben auf die Verhandlungen gemeinsamer Standards, ja, und auf die Verhandlungen auch vorher Einfluss gehabt zu haben, ja, das ist natürlich eine, die politisch schon ja, zu debattieren ist. So. Und ob die Gerichte einem dabei springen, das kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, ja, aber ich denke mal, politisch sollte es auf jeden Fall ein ziemlich beträchtliches Argument sein, wo die Konservativen auch immer eigentlich offen zu waren. So, ne? Also die gerade auf europäischer Ebene auch bestimmte Verfahrensstandards, rechtsstaatliche Standards zu halten, ist eben etwas, wo wir als Grüne auch immer die Unterstützung dann auch der konservativen Seite dann bekommen haben. So. Ja, die Frage war jetzt, wie geht's weiter, nicht? Und wie auch gerade schon richtig gesagt wurde, ist natürlich auch jetzt nochmal neue Positionsarbeit zu leisten. Ich glaube, ich würde aber die Frage auch nochmal einfach zurückspielen, was aus Sicht eben nationaler, aber auch europäischer Politikvertreter wir auch beitragen können, um eben diesen Lobbyprozess, wie ich es vorhin genannt habe, voranzubringen. Ich fände es persönlich auch sehr sinnvoll, da wirklich auch gemeinsam themenübergreifend dran zu arbeiten, gemeinsame Positionen, die ja dann auf beiden thematischen Ebenen
angesprochen werden können, festzuhalten und voranzubringen und da möglichst einfach jetzt so eine Dynamik herzustellen, wie dann in den nächsten Wochen und Monaten wirklich mit einer neuen Schubkraft rangegangen werden kann. Wie gesagt, es ist vorher schwierig gewesen, in diesem Themenbereich eine allgemeine Öffentlichkeit dafür herzustellen. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen anderes Momentum aufgrund der Dringlichkeit gegeben und die sollten wir, denke ich, auch nutzen, gemeinsam. Darf ich da ganz konkret einmal kurz zu antworten? Ohne Ihnen vorgreifen zu wollen, aber ich glaube, was sehr sinnvoll wäre, also das würde extrem helfen, aus meiner Sicht jedenfalls, wenn man diese überschießenden Bereiche, die sind in unserer Opinion drin, es gibt bestimmt auch noch mehr und vielleicht sind die auch nicht alle ganz richtig, aber wenn man diese überschießenden Bereiche mit konkreten Beispielen auch von Ihnen belegt bekommen würde, also beispielsweise, Sie haben gesagt, Sie haben Zugriff auf konkrete Kenntnisse über Fällen, wo Markenrecht wirklich sozusagen für die Grenzbeschlagnahme im Generika-Bereich. Das sind Sachen, die sind sehr wertvoll, glaube ich. Wenn wir diese juristische Analyse zusammenführen können mit diesen Dingen oder auch beispielsweise Kooperation, ISP, Rechtsinhaber, was läuft da heute schon, an welchen Stellen ist da heute schon Gefahr? Also ich glaube, es sind eigentlich die Informationen da, man müsste sie wahrscheinlich noch mehr zusammenführen, um es ein bisschen schlagkräftiger zu machen. Denn am Ende denke ich, auch für die Parlamentarier, es muss illustrativ sein. Also wir brauchen konkrete Beispiele. Ja, weil selbst wenn es kein einziges überschießendes Element gäbe, ist immer noch die Gefahr, dass es ein Lock-in von bestehenden Verpflichtungen und so weiter, das dürfen wir nicht vergessen. Aber das ist unser schwächstes Argument, glaube ich, in der politischen Diskussion. Wie sollte es denn noch bringen? Eine Sache wollte ich noch erwähnen, die wir versuchen zu pushen als ganz strategisches, wichtiges Element. Das ist ein klares Gegenargument gegen dieses ACTA bringt etwas. Im Medikamentenbereich ist das ja ganz perfide. Da heißt es, ACTA trägt dazu bei, eine sichere Medikamentenversorgung zu machen. Und auf den ersten Blick, also es ist ganz strategisch, genauso wie strategisch den Begriff Fälschung und so weiter zu verwenden, ihn für Medikamente so breit in den Batz zu bringen, das ist ganz strategisch gekommen und das ist auch im Zuge der ACTA-Diskussion nochmal gezielt eingebracht worden mit diesem Vokabular, um praktisch da eine Lanze für ACTA zu schlagen. Aber dennoch irgendwie müssen wir darauf reagieren und zwar nicht nur mit dem Hinweis und Aufschrei, oh, da macht ihr was, sondern indem wir auch argumentieren und sagen, es gibt ein legitimes, wichtiges Ziel, nämlich bessere, gute Medikamente herzustellen und sie zu verbreiten. Für die Verbreitung sind Generika ein ganz wichtiges Mittel, von daher müssen wir Generika stärken. Und für die Frage von, gibt es eventuell Substandard-Medikamente, Medikamente, die nicht notwendige Standards erfüllen, die Qualitätsbedingungen nicht erfüllen und so weiter, da ist unser Hauptgegenargument ganz klar, ja, deswegen müssen wir enorme Ressourcen reinstecken in Medikamentenaufsicht, in Arzneimittelaufsicht, gerade in Entwicklungsländern und so weiter und nicht diese Entwicklungsländer zwingen ihre Zollbehörden finanziell aufzustocken mit überhaupt Leuten, die gar keine Ahnung haben von tatsächlicher Medikamentenkontrolle, die nun zu beauftragen, jetzt nach ihrem Ermessen in Kisten reinzuschauen und zu schauen, ob da was ist, das ist schlichtweg nicht der richtige Anknüpfungspunkt, wo wir sagen, es gibt einen ganzen anderen Katalog von Maßnahmen, die viel präziser das treffen, was ihr da angeblich mit ACTA machen wollt, deswegen vergesst bitte dieses Argument und sagt ehrlich, was ihr damit wollt. Wenn ihr das wollen würdet, dann würdet ihr ganz, ganz andere Sachen angehen. Und da stelle ich mir die Frage, inwiefern das auch außerhalb des Medikamentenbereiches sich auf andere Bereiche anwenden lässt, wo man vielleicht sagt, naja gut, dieses Überschießen hat vielleicht auch ein legitimes Argument, das damit transportiert wird, das sich aber mit einer anderen Maßnahme viel präziser, viel besser treffen würde, ohne den schädlichen Nebeneffekt. Kann man das stärker in die Diskussion zu bringen? Das bin ich ein bisschen überfragt, aber das frage ich ein bisschen euch, ob ihr da Möglichkeiten seht. Bevor wir dazu gleich kommen, weil wir haben noch Fragen aus dem Publikum und müssen so langsam ans Aufhören denken, deswegen würde ich das jetzt noch aufnehmen und wenn, dann tun wir es noch mal kurz zurück aufs Podium, bevor Jan dann abschließt. Iris. Hier, Iris hat. Und jetzt die allerletzte Möglichkeit, sich noch zu melden. Also wer das noch tun möchte, dann jetzt die Finger hoch. Danke. Also diesen letzten Punkt fand ich einen sehr guten Punkt. Das sollte man auf jeden Fall ausarbeiten und ausbauen. Das halte ich durchaus für vielversprechend. Weil sich da zum einen dieser Punkt Generika verbinden lässt mit rechtspolitischen Gesichtspunkten wie Rechtsschutz, Sicherheit. Also die Zollbehörden haben ja gar keine Ahnung. Was passiert denn da, wenn die einfach auf Verdacht was beschlagnahmen? Und ja, also und da habe ich auch noch diesen Punkt Eigentumsschutz als Grundrecht, was bei der Union da
ziehen könnte im Kopf. Ja, da sind auch Regelungen drin zur Beschlagnahme und Vernichtung von Waren, dieses ganze Prozedurale, was da dranhängt, wo man auch sehr wohl rechtsstaatliche Zweifel haben kann, ob da Artikel 14 der Leute, deren Waren da beschlagnahmt werden, hinreichend gewahrt werden. Ich wollte noch eine Frage loswerden zu diesen Punkten. Gibt es doch nicht vielleicht so kleine überschießende Sachen für das deutsche Recht, weil ich immer noch nicht so ganz beruhigt bin, ob wir wirklich im Strafrecht keinen Umsetzungsbedarf haben. Und da zu dem Punkt, der auch schon in Jans Büro schon mal so angedacht wurde, bei dem gewerblichen Ausmaß. Also wenn Sie und vielleicht zusammen mit Kollegen noch mal prüfen könnten, urheberstrafrechtlich, es ist ja eine sehr weite Definition von gewerblichem Ausmaß drin in dem ACTA-Abkommen. Und wenn man das mal so schriftlich gegenüberstellt mit dem, was bisher auch Rechtsprechung bei uns dazu sagt, vielleicht kann man da was Überschießendes rausarbeiten. Zum Schluss wollte ich noch was sagen zum Thema Plan B. Auch wenn wir jetzt erstmal Plan A spielen, ja, gibt es aber dazu noch zwei Gedanken von meiner Seite. Plan B würde heißen, wenn es tatsächlich doch zu einer Ratifizierung kommt, weil die Regierungskoalitionen den Plan der Regierung stützen, da nicht Gesichtsverlust zu haben, erst in den Verhandlungen mitzumachen und dann doch das Abkommen hier gar nicht zu ratifizieren, dann wäre zum einen darauf zu achten, dass im Rahmen der Ratifizierung nicht doch irgendwelche strafrechtlichen Normen zur Umsetzung vorgelegt werden. Ja, da bin ich aber noch relativ beruhigt, denn nach meiner jahrelange Erfahrung mit dem BMJ ist es eigentlich schon so, dass wenn die im Vorfeld sagen, wir sehen da keinen Umsetzungsbedarf, dann wird nicht doch dann plötzlich ein Umsetzungsgesetz dazu vorgelegt werden, wo jetzt doch was im Strafrecht geändert wird. Aber wir bleiben da wachsam. Ja? Wir sind ja jetzt vorgewarnt. Und aber der zweite interessantere Punkt ist der, dass man im Rahmen der Umsetzung zumindest Bindungen für die nationalen Behörden, für die Deutschen gesetzlich festlegen könnte, zum Beispiel beim Bereich Datenschutz, wenigstens insofern eine einseitige Bindung herbeiführen können, dass wir sagen, die und die Informationen dürfen nur unter den und den Voraussetzungen an andere Staaten weitergegeben werden, weil wir eben dort keinen hinreichenden Datenschutzstandard haben. Das im Einzelnen auszuarbeiten ist gar nicht so einfach, ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das könnte noch ein Ansatzpunkt sein. Dankeschön. Gibt es noch sonstige Fragen? Letzte Chance. Okay, dann gehen wir zurück aufs Podium. Und ich würde wieder mit Herrn Metzger anfangen. Abschlussrunde. Ja. Drei Punkte will ich machen. Der eine ist Strafrecht. Also wenn ich es richtig sehe, müsste man aber wirklich nochmal prüfen, ist es so, dass wir in Deutschland für die Strafbarkeit im Urhebermarken- und Patentrecht überhaupt kein gewerbliches Ausmaß verlangen, sondern rein sozusagen vorsätzliches Handeln reicht aus für Strafbarkeit. Wenn man gewerblich handelt, ist es so, dass es qualifiziert ist und höhere Sanktionen gibt. Aber die Strafbarkeit setzt schon niedriger ein. Das ist natürlich eine Schwierigkeit in der Debatte in Deutschland, aber spätestens da muss man dann eben sagen, es gibt eben auch noch die anderen Argumente, die auch der deutsche Gesetzgeber sich überlegen sollte. Insofern kann man da sicherlich auch noch Dinge finden. Dann zweiter Punkt, sehr interessant, finde ich die Frage, sollte man auch darüber nachdenken, Ihnen vorzuschlagen, ja, wir sehen euer legitimes Interesse, aber es gibt andere Mittel, die sinnvoller sind. Und da will ich mal einen Punkt, vielleicht beschmeißen Sie mich jetzt gleich mit Gegenständen, aber mal in die Runde werfen. Also eine Sache, die sehr kritisch ist, die haben wir in Europa und in Deutschland ja auch schon, ist Herausgabe von Nutzerdaten durch Internet-Service-Provider. Ist ja auch drin ist ja auch drin in ACTA, können herausgegeben werden und die ACTA-Vorschrift ist natürlich furchtbar schwammig. Diese Ansprüche gibt es nur deswegen und deswegen auch die Verknüpfung in ACTA, weil wir davon ausgehen, dass Internet Service Provider selber nicht in der Haftung sind. Die verdienen sehr großes Geld und die sind nicht in der Haftung für die Verletzungen, die auf ihren Plattformen stattfinden. Und das ist als Trade-off nur zu machen mit den Industrien, wenn man sagt, also wenn ihr nicht haftet, dann müsst ihr immerhin die Informationen rausgeben. Also ich meine, man sollte auch mal über das Tabu nachdenken, ob nicht die Internet-Service-Provider stärker in der Haftung sind, wenn sie entsprechende Mittel zur Verfügung stellen und auf die Weise sehen, dass man die Nutzer, die hinten dran hängt, vielleicht stärker aus der Schusslinie rausbringen kann. Insofern, wenn die Frage ist, dieses Zusammenspiel aus
ISPs, die nicht haften, und Nutzern, die man nicht rankommt, führt dazu, dass Rechtsinhaber keine Durchsetzung haben. Kann man auch mal andenken von der Frage, ob nicht die ISPs stärker in die Haftung kommen sollten. Und wenn ich es richtig sehe, ist es so, dass da auch bei der Kommission, da kommt zwar kein Gegenstand, der geflogen kommt, aber Widerwort, das finde ich auch gut, dass bei der Kommission auch durchaus in diese Richtung nachgedacht worden ist. Dritter und mein letzter Punkt für die Fragen zum EuGH. Ich glaube, dass die Fragen, ob man über den Acquis rübergegangen ist oder nicht, wahrscheinlich für den EuGH am Ende nicht geeignet sind, sondern meine Annahme ist, das machen Sie wahrscheinlich auch so, dass Sie eher auf diese Grundrechtsaspekte sich am Ende konzentrieren. Denn ich hätte etwas Sorge, wenn man dem EuGH, sage ich mal, 8 Fragen vorwirft und 8 Fragen an den EuGH stellt und bei 6 Fragen unterliegt man und die 2 anderen Fragen, die eigentlich wirklich kritisch sind, an denen kriegt man aber vielleicht, was man möchte, dass es dann in der Gesamtwahrnehmung eher als Niederlage gewertet wird. Und den EuGH-Fragen ist natürlich auch riskant. Also man muss, ich würde das sehr eng, glaube ich, auf die Menschenrechtsfragen am Ende beschränken. So, jetzt haben wir irgendwie noch eine Widerrede, die machen wir noch. Ich versuche es. Ich versuche das in 2 Sätzen zu machen. Linus Neumann ist mein Name, ich bin auch Mitglied im Verein Digitale Gesellschaft. Was Sie gerade anmerkten, dass man eventuell die Plattformbetreiber doch in die Haftung zieht, führt dann zu dem Problem, dass die um ihre eigene strafrechtliche Verfolgung irgendwie verhindern zu wollen, quasi zu Hilfsrichtern werden und ohne Rückblick auf Gesetz oder Regelung dann zu restriktiv dagegen Nutzerinhalte oder was auch immer vorgehen müssen, um ihre eigene Haftung eben zu umgehen. Das heißt, das ist also ein Vorschlag, der im Zweifelsfall noch schlechter wäre für, sag ich mal, die Meinungsfreiheit auf solchen Internetplattformen oder was auch immer, weil man eben davon ausgehen muss, dass dann die Provider ohne jeglichen Richtervorbehalt einfach sehr viel restriktiver sein müssen und nicht nur einen tatsächlichen Rechteverstoß, sondern auch das, was eventuell einer sein könnte, schon unterbinden würden. Ich glaube, das ist auch einer der generellen Probleme, dass es einfach da, wie wir auch eingangs gesagt haben, noch so viele Fragen und einfach graue Räume gibt, nicht? Und das Einladen zu so einer proaktiven Selbstzensur sozusagen oder auch das Nehmen von Innovationsräumen, wie ich es eingangs angesprochen habe, hier auch wirklich eine Gefahr ist, die ist vielleicht schwer greifbar aus dem direkten Text raus, aber einfach so eine unterschwellige Vermutung, die aber auch begründet ist irgendwo. Daher denke ich auch, wie gesagt, man sollte versuchen, wirklich auf allen Ebenen politisch ansetzen und möglichst breites Aktionsbündnis zu formen, angefangen mit Transparency International, was einfach gegen die Ratifizierung von Abkommen, die in so einem intransparenten Verfahren zustande gekommen sind, angefangen bis hin zu eben auch Menschen, die sich für Innovation im Internet und in virtuellen Räumen einsetzen und auch von KMU-Ebene und Verbände, die in dem Bereich arbeiten, also die wirklich ganze Bandbreite abdecken und versuchen da wirklich auch alle Kräfte zusammenzuziehen, um einfach stark dagegen vorgehen zu können. Ich wollte vorhin auch nur ergänzen, dass ich das, was du zuletzt gesagt hattest, einfach auch nochmal fast noch dramatisch sehen würde. Ich denke, jetzt nochmal auf den entwicklungspolitischen Kontext bezogen, sowas macht wirklich Raum für Korruption. Und das ist vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, aber das ist jetzt nochmal ein bisschen spezifisch vielleicht zum Ende hin, aber das Vertrauen mit solchen noch weitergehenden Mächten auf Zollebene ist wirklich was extrem bedenklich ist. Und vielleicht auch im entwicklungspolitischen Kontext nochmal abschließend, ist jetzt vielleicht ein bisschen far-fetched, aber wir stehen nicht so weit vor der Zielsetzung oder jetzt Endspurt hin zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele und da gerade sehr viele verankert sind im Gesundheits- und im Bildungsbereich, denke ich, kann man auch wirklich nur noch mal an die Verantwortung Deutschlands und europäischer Länder in dem Bereich appellieren, sich da nicht wirklich ihre eigenen Bestrebungen zunichte zu machen. Kurz zum Abschluss. Ich denke, dass wir noch eine Karte auch spielen können. Das ist der Punkt, dass wenn es immer heißt, das schießt doch eigentlich gar nicht über das hinaus, was wir da bis jetzt schon haben und was auch viele andere haben. Das ist ja, Diskussionen haben wir ja genauso in den USA und anderswo.
dann kann man auch immer wieder die Frage stellen, wieso dieser ganze Aufwand? Wieso gehen da Millionen in Verhandlungen rein? Wieso macht ihr so einen riesigen Aufstand? Wieso geht ihr die Konfrontation mit potenziellen Partnern im Süden ein, in Brasilien? Was investiert ihr da wirklich? Ja? Um auch nochmal entweder die Argumente rauszulocken, was da wirklich dahinter steckt, oder um einfach nochmal zu schwächen und zu sagen, also Leute, sollen wir uns wirklich mit solchen Abkommen beschäftigen, wo am Ende eigentlich sich überhaupt nichts verändert? Ja, wieso machen wir es denn überhaupt? Lassen wir es doch gleich bleiben. Also das kann man auch noch in irgendeiner Weise spielen. Ansonsten hoffe ich, dass wir ACTA bald ad ACTA legen und dass wir uns anderen wichtigen Dingen zuwenden können. Und ich gebe dir das Mikrofon für das Schlusswort. Ja, ich möchte mich erstmal auf jeden Fall bedanken bei euch, dass ihr gekommen seid hier und auch natürlich bei allen anderen, die hier mit zugehört haben und sich an der Diskussion beteiligt haben. Ich glaube, dass es einfach eine generelle Frage im Moment gibt, und das ist eben, wie sollen heute in Zeiten sozusagen, ja, ich sag mal, von Globalisierung und Digitalisierung, ja, denn das sind die beiden Phänomene, die offensichtlich da angegangen werden, eine Rechtsdurchsetzung von Patent-, Markenrechten, von Urheberrecht auch durchgesetzt werden. Und da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, jedenfalls in dieser Runde hier, dass die Herangehensweise, wie das jetzt mit ACTA gemacht wird, ein Ausdruck dessen ist, wie eben in den letzten 10, 15 Jahren darüber gedacht wurde. Ja? Also wir müssen schlichtweg die Durchsetzungsmechanismen verstärken und global vereinheitlichen. Ja? Und dabei eigentlich überhaupt nicht darüber gesprochen wird, einerseits, ist denn Durchsetzung immer gleichermaßen möglich und gerechtfertigt? Ja, also ist es sozusagen, kann man das eigentlich gleich behandeln, welche Maßnahmen ich ergreife für ein gewerbliches Ausmaß einer Markenrechtsverletzung bei einem Container voll Produkten mit dem Laptop, den ich bei der Einreise durch die Sicherheitsschleuse mitnehme. Ja, das kann man das vergleichen? Ist das gerechtfertigt, dass man da ähnliche Maßnahmen ergreift? Und die andere Frage stellt sich natürlich auch, nämlich, sage ich mal, wo sind eigentlich die Ausnahmen zu diesen Rechten, die gesellschaftlich durchaus eine Rolle gespielt haben und auch weiter eine Rolle spielen werden, abgesichert? Ja, also wo finden wir die eigentlich wieder? Und da hat man einfach, da sehe ich jedenfalls eine Tendenz, ja, dass diese Unterwerfung unter, sage ich mal, doch den Marktprinzipien und einheitliche Rechtsdurchsetzungsprinzipien eigentlich nicht dem entspricht, was wir politisch erwarten. Jedenfalls erkenne ich das so auch aus unserer Debatte wieder so. Es ist eigentlich schon so, dass eine Mehrheit meines Erachtens in der Bevölkerung durchaus ein Interesse daran hat, dass es weiterhin auch Generika im Handel geben darf, insbesondere in den Entwicklungs- und Schwellenländern, dass man eben eine Entwicklungsarbeit auch leisten kann, die eben den Leuten nicht den Medikamentenhahn abdrehen. Ja? Und das auf der anderen Seite aber zum Beispiel die Frage, Geraldine hat es angesprochen, verwaiste Werke, Zugang zu Wissen, ja, offene Lizenzen, dass diese Alternativen zu den Marktmechanismen, die sich gehalten haben über die Jahre, glücklicherweise durchaus vielleicht auch was Gutes haben können. Ja, dass eben die Unterwerfung insbesondere der Wissensgesellschaft, der Bildung, aber eben auch bestimmter Kreativöffentlichkeit nicht einseitig erfolgen darf und auch nicht sozusagen ohne Ausnahmen, sondern dass es dazu auch einen positiven Schutz eines solchen Bereiches geben muss. Und diesen positiven Schutz müssen wir, glaube ich, irgendwie erkämpfen jetzt in dieser Debatte. Ja? Und das Problem ACTA ist eben auch eines, dass dieser Kampf verschleiert wird von der anderen Seite. Also das sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive als ein Vertreter dieser kritischen Öffentlichkeit, die da Ausnahmen erhalten will. Die andere Seite spielt mit einer Verschleierungstaktik. Ja, die sagt eben, es ist das Gleiche, wenn sozusagen ein Haufen gefälschter iPhones nach Europa importiert wird, wie wenn Leute, was weiß ich, ein Foto auf ihren Blog stellen, um einen Artikel, den sie geschrieben haben, zu bebildern oder so, und dabei vielleicht mal die Lizenz nicht richtig beachtet haben, ja, falsch irgendwie eingegeben haben oder wie auch immer, ja. Und oder es ist das Gleiche, wenn sozusagen
Medikamente gefälscht werden im Sinne von Sicherheitsstandards werden nicht getroffen und so weiter, wie wenn eben ein Unternehmen in Indien Generika für den afrikanischen Markt produziert und über Europa transportiert. Ja, also all diese Geschichten, das sind, glaube ich, die Fragen, wo wir die Verschleierung eben beseitigen müssen. Wo wir sagen müssen, nein, es ist nicht das Gleiche und nein, das ACTA-Abkommen ist einfach über das hinausgegangen, was ein legitimes Anliegen ist. Es gibt legitime Anliegen dahinter und das sagen wir alle. Die Durchsetzung bestimmter Patenten, Markenrechte, auch die Durchsetzung bestimmter Urheberrechte, so das sage ich jedenfalls, können legitim sein und sind auch in vielen Fällen legitim. Nur das, was da geregelt wird, geht eben deutlich über diese legitimen Ansätze hinaus und schafft auch kein Gleichgewicht zwischen den Rechten einerseits der Industrie und des Handels weltweit und andererseits bestimmter Interessen von eben benachteiligten Gruppen auf dem Markt oder Individuen in Europa und in der Welt, auch in Deutschland. Und ich denke, das müssen wir vielleicht versuchen, deutlicher jetzt auch von dieser Runde eben so ein bisschen nach außen zu tragen. Deswegen freue ich mich sehr, gemeinsam mit Ska und Konstantin, den ich jetzt nochmal entschuldige, dass er ein bisschen früher gegangen ist, wegen eben der Anhörung im Bundestag zur Gesundheitskarte, dass wir uns da auch sehr freuen, euch mit an Bord gehabt zu haben und Sie, Professor Metzger, auf jeden Fall hier auch wahrscheinlich häufiger noch zu dem Thema lesen dürfen und hören dürfen und damit eben vielleicht auch eine breitere Basis haben für unser Anliegen, da eine Aufklärung und vielleicht auch eine politische, bessere politische Entscheidung, mehr Demokratie in diesem Bereich auch zu erreichen. Ja, genau. Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag.